Hallo Leute, es geht wieder los. Wir steigen in den Ring. Ausgabe 163 kommt jetzt gleich. Und wer die Nachrichten des Tages verfolgt hat, kann sich natürlich dann die Frage stellen, steht die Ampel jetzt wirklich auf grün? Sind wir mit unserer Vorhersage vielleicht gar nicht richtig? Jamaika, Ampel, das ist natürlich eins der Themen, das wir heute besprechen. Dann gibt es auch noch viele andere Dinge, die es lohnt, näher hinzugucken. Und bevor ich mich jetzt hier wieder verquatsche, wir fangen an. 163. Ich wünsche euch einfach viel Spaß. Auf ein neues, liebe Herrschaften. Ich grüße euch. Hallo. Frank, grüß dich. Schönen Hallo guten Abend hier in die Stoner. Runde. Grüße an alle da draußen. Stoner, ich Zur muss Folge 100, wie viel? 60? 63 schon. 63, The Never Ending Story. Und ich sehe mit Freuden, dass du deinen Vorhang aufgehängt hast. Es gab große Rüge von Zuschauern, die gesagt haben, das macht sie wahnsinnig, dass da der Vorhang nicht richtig ist. Lob und Anerkennung, dass du dem Ganzen Folge geleistet hast, gell? Ja, klar. Ab und an werde ich aber auch wieder irgendwie eine kleine Dissonanz, eine kleine Unordnung machen, nur um die Leute ein bisschen bei Laune zu halten, weißt du, die das hier wie ein Wimmelbild auch betrachten. Hey, da hinten, da ist irgendwie ein Buch schräg oder so. Ja. Das Ja. Aber Bild hey, hängt schief. das ist wirklich so. Es gibt ja Leute, oder? Die brauchen gewisse Ordnung so. Also, ob es zum Beispiel beim Einkaufen ist, unser eins, ich bin so eher so ein chaotischer Typ. Also, ich lege halt das Zeug so, wie es mir in die Hände kommt, lege ich es aufs Einkaufsband. Ja. Aber dann gibt es andere, die ordnen das so ein bisschen. Das ist halt irgendwie, ah, die zwei Kekspackungen parallel liegen oder sowas, ja, dass da rechte Winkel entstehen und so. Und ja, es gibt ganz viele so Spleens, oder? Alltagskicks. Ja, haben wir doch Alltagskicks. alle. Hat jeder, ja. Und ich habe noch eine frohe Kunde. Nachdem ich 163 Folgen nicht kapiert habe, wie man bei Skype die Benachrichtigungstöne ausschaltet, das im Hintergrund immer kommt, hat sich wirklich eine Zuschauerin zutiefst beschwert, so nach dem Motto, mir geht dieser Ton so dermaßen auf den Keks, wenn ihr da so rumchattet. Und es ist auch total kompliziert gewesen, das auszuschalten. Ich bin wirklich dankbar, dass sie mir das gezeigt hat. Einstellungen, Töne, ausschalten und das war's. Und das waren drei Schritte, da war ich natürlich total überfordert, das herauszufinden. Starkes Tutorial, danke. Ja, Mea super. culpa Asche auf mein Haupt. Jetzt wird es hoffentlich im Hintergrund nicht mehr piepen, es sei denn, es ist der Feueralarm. Dann ist aber sowieso Polen offen und dann ist wieder was anderes. Aber ich finde das toll, wie unsere Zuschauer hier in Interaktion gehen und wie das dann schon so eine Art Kult ist, ja, wenn die drei von der Tankstelle hier dann wieder ins Wohnzimmer einlaufen. Und dann muss das eine gewisse Ordnung haben. Also an alle da draußen, bei denen wir jetzt wieder zu Gast sein dürfen, nochmal herzlich willkommen und wir versuchen wieder den Wahnsinn in Tüten zu fassen und das irgendwie zu realisieren, was um uns herum eigentlich abgeht. Gab es große Aufreger diese Woche jetzt? Ich muss gestehen, Ja. ich bin in allen Themen so ein bisschen drin, aber ich habe jetzt kein Thema gehabt, was mir so wirklich ins Auge gesprungen ist, wo ich sage, okay, die Papers da, wie heißen sie, die Pandora Pandora Papers, Papers. Papers, ja genau. Und lasst uns doch aber bitte kurz das, was ich aus der Anmoderation gesagt habe, aufnehmen. Die Ampel steht auf grün. Kann es wirklich sein, Frank, mit deiner Diagnose, Diagnose ist schon fast richtig, gell? So, dass das Land an Jamaika laborieren muss wahrscheinlich. Naja, also ich weiß es natürlich nicht. Es war tatsächlich eine Prognose, dass ich, und ich bleibe dabei, glaube, dass am Ende, irgendwann mal, in vielen, vielen Wochen, Jamaika mit meiner Meinung nach Söder, vielleicht auch nicht Söder, aber Jamaika mit Söder, ja, das würde ich jetzt mal so prognostizieren, nach wie vor, auch wenn das jetzt natürlich jetzt in diesen Tagen erstmal gar nicht so aussieht, ja, weil sich jetzt schwarz. Nee, nicht schwarz, sondern gelb-grün darauf geeinigt haben, erstmal mit der SPD zu sondieren. Das sind noch keine Koalitionsgespräche, ja, sondern man sagt halt erstmal, die nächsten Tage wird jetzt erstmal überwiegend mit der SPD geredet. Mehr ist das nicht. Und das muss ja sogar so sein, wenn wir eine Jamaika-Koalition mit Nicht-Laschet am Ende stehen haben werden. Weil der Laschet muss ja erstmal weg, der will nicht so richtig, ne? Der will das nicht so richtig akzeptieren. Und da muss halt jetzt erstmal der Machtkampf dort stattfinden. Und das geht natürlich nicht,
während der Laschet mit Grün und Gelb sondiert. Die müssen erstmal wirklich weg sein, aus dem Rennen quasi raus sein, damit die bei sich aufräumen können. Und dann können die sagen, so, wir haben jetzt hier, der Laschet ist weg, da ist es jetzt irgendjemand anderes, ist dann wurscht, ob Rötten, Brinkhaus, AKK, völlig egal, wer das ist, weil das Angebot wird dann sein, nachdem dann der Lindner eben die Sondierungs- oder Koalitionsgespräche mit der SPD hat platzen lassen, aus Gründen, ist egal, irgendeinen Grund wird es dann schon geben, ja. Und dann wird es eben ein neues Angebot geben, was dann eben nicht mehr von Laschet geführt wird. Und das ist dann natürlich eine völlig andere, neue Situation, ja, die dann eben auch neu bewertet wird. Aber dass das jetzt erstmal mit der Ampel sondiert wird, muss ja quasi sein, ja, damit die CDU den Freiraum hat, bei sich zu kehren. Meine Prognose. Ich weiß, ich habe heute zwei Radiomeldungen gehört, zwei Statements von Laschet, eins von Söder. Laschet hat gesagt, also wir respektieren das, dass die Grünen und die FDP jetzt mit der SPD Sondierungsgespräche macht. Wir haben gesagt, wir sind bereit und es gibt da keinen Termindruck, also wir respektieren das. So nach Motto, wenn ihr so weit seid, kommt zu uns. Dann schalte in die Staatskanzlei nach München, wo Söder sich so angehört hat aus der Erinnerung, ja, so nach Motto, der Drops ist jetzt gelutscht, so ist es jetzt. Also die klare Präferenz ist von Seiten von den Grünen und der FDP, liegt bei der SPD. Also ist für ihn jetzt klar, dass da hier die Karten jetzt auf dem Tisch liegen. Das war die Interpretation vom Söder. Und apropos Söder, der hat jetzt in den letzten... Okay, dein Gedanken, bevor ich auf ihn gehe. Ich glaube nicht, dass es seine Interpretation war. Das war das, was er ein Mädchen mitgeteilt hat, ne? Dass er das jetzt quasi so darstellt. Ich glaube einfach, der Laschet, der hat das... Also entweder will er es nicht wahrhaben oder der hat das wirklich noch nicht kapiert. So oder so ist das wirklich nicht der Richtige für diesen Job. Ja, alle um ihn herum, ja, versuchen ihn irgendwie zu putschen und es steht schon irgendwie so im Raum und er ist irgendwie so ein Hans Kuck in die Luft, der immer noch denkt, so, ach, Jamaika kann doch noch passieren. Ja, aber nicht mit ihm. Das ist unfassbar, dass die den wirklich als Kanzlerkandidat, ich kannte den vorher nicht, weißt du, großartig, wusste nichts über den, aber jetzt, wo man ihn im Wahlkampf erlebt hat und auch jetzt noch, muss man wirklich sagen, was war denn das für die Idee? Ja, überhaupt schon als Ministerpräsident finde ich das untragbar. Und das ist gar nicht irgendwie auf politische Fehlentscheidungen zurückzuführen, sondern wirklich rein als Mensch. Der mag nett sein und alles, aber staatsmännisch ist das wirklich nicht. Der hat sich wirklich da zu viel erlaubt. Ganz kurz, bevor ich den Gedanken verliere, dass ich den Söder abschließe, kann es gleich sagen dann, ich habe vom Söder jetzt in den letzten Tagen ein paar, sagen wir mal so, nicht so ganz positive Nachrichten gelesen. Zum einen, dass er für die negativen Umfragewerte und Wahlergebnisse bei der CSU persönlich verantwortlich gemacht wird. Das habe ich jetzt also ein paar Mal schon aufgeschnappt, so nach dem Motto, deine Schmutzeleien, die haben sie dir übel genommen, ja, dass man da hier den eigenen Parteikollegen, den Laschet, ständig mehr oder weniger im kalten Regen stehen lässt und ihm dann auch noch das Messer in den Rücken haut mehrfach. Das kam nicht gut an, du böser du. Und zusätzlich kam natürlich jetzt dieses Urteil vom bayerischen, was war das, bayerischer Gerichtshof, da gab es einen Beschluss, der, lass mich lesen, natürlich wieder hinter der Paywall, ist ja klar, aber... Robert, ich kann es dir sagen, den Artikel, den habe ich auch bei uns in den Chat schon geteilt. Ja, es gibt ein richterliches, ich weiß gar nicht, ist das ein Beschluss, ein Urteil? Das weiß ich jetzt auch gar nicht so genau. Aber jedenfalls hat man festgestellt, diese Lockdown-Maßnahmen in Bayern, angeordnet von Söder im März 2020, waren rechtswidrig, um das einfach jetzt mal in Fazit zu bringen. Ich habe vor Augen viel dazu sagen im Detail, warum, wieso, weshalb und wie das die Richter begründet haben. Aber das ist zunächst erstmal das Fazit, was da geäußert wurde. Ich habe es genau vor Augen, was du gepostet hast. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof war das, Verwaltungsgerichtshof. Und der hat gesagt, der Gerichtshof erklärt die von Bayerns Staatsregierung im März 20 verhängte Ausgangssperre für unwirksam. Die Richter bescheinigen Söders Regierung ein fragwürdiges Menschenbild. Boah. Und der Beschluss belegt aber auch eine wünschenswerte Entwicklung. Also, und da wird dann drauf eingegangen, wie das begründet wird. Also das in Bezug auf den Gedanken Söder als Kanzler, da kriegt er jetzt momentan ganz schön viel mediale Dresche ab, finde ich, oder zumindest Kritik. Ich weiß nicht, ob man den dann noch rehabilitieren könnte. Wieso, von wem kriegt der medial Dresche ab?
Das war jetzt die Justiz. Aber ich das Medienecho und den Medienhall auf dieses Urteil vermisse ich bisher. Also ein Shitstorm ist es nicht, da muss ich da recht geben, ja. Okay, die Welt hat das jetzt halt recht faktisch und Welt ist ja auch eher ein konservatives Blatt. Da kann man das schon, ganz ehrlich, also ich sehe da jetzt nicht hier die großen Schlagzeilen, Skandal, ja, das war rechtswidrig und so weiter und so fort. Wie könnte man ihn denn dann als Kanzler plötzlich intronieren? Wenn jetzt also wirklich Laschet aus dem Rennen geschoben wird, die machen irgendeinen vorgezogenen Parteitag oder Misstrauensvotum oder was auch immer da intern passieren kann, was müsste denn dann für ein Salto rückwärts kommen, dass der Söder dann plötzlich, so wie die von der Leyen, präsentiert wird. Ja, ups, der ist es jetzt. Ne, so. Ja, keine Ahnung. Der versteht halt dieses Spiel, ja, das, die Schmutzeleien. Mhm. Das ist halt so ein Typ, wenn halt so ein Rennen kurz vorm Finish ist, hat er halt so seine Waffen noch im Petto. Aber ich sage ja nicht, dass der das machen muss. Weißt du? Es kann auch passieren, dass wir Jamaika mit Spahn bekommen. Ja, auch selbst sowas ist noch im Bereich des Jamaika. Ja? Jamaika mit Spahn? Du meinst die Ampel mit Spahn? Nee, Spahn ist CDU. Spahn? Ach so, stimmt. Ah, den hatte ich jetzt bei der SPD eingenordnet. Nee, CDU. Was, Spahn als Kanzler? Klar, weißt du, im Moment, am Ende wird es tatsächlich die Ampel, weißt du, unter Scholz. Im Moment sieht es ja tatsächlich so aus. Aber ich frage mich halt bei dieser Sache, ob sich die FDP wirklich so sehr verkaufen kann, ja, und damit ja im Prinzip ein Wahlversprechen bricht, ja. Eben, die wollten ja ein linksgrünes Bündnis verhindern, weißt du, und am Ende sind die dann das Zünglein an der Waage, was es ermöglicht. Das müssen sie sich wirklich sehr, sehr hoch bezahlen lassen. Ja, da muss ja schon die Hälfte aller Ministerien an die FDP gehen, damit die das mitmachen. Also ganz ehrlich, wie soll das gehen? Es gibt eine große Schnittmenge zwischen FDP und Grünen. Die Baerbock hat es in einem Statement auf der Bundespressekonferenz gesagt, so nach dem Motto, Christian Lindner und Sie sind beide ungefähr gleich alt, das ist eine Schnittmenge. Dann Christian Lindner und Robert Habeck sind Männer, das ist auch eine gute Schnittmenge. Und wir alle drei stehen auf Eiscreme. Also wir haben viele Schnittmengen. Das ist original. Das ist ein Zitat von Baerbock, wo ich mir echt gedacht habe, okay, wenn es Prioritäten gibt im Leben, dann sind die Grünen wirklich mit vorne dabei. Gell? Hat die das wirklich gesagt? Gesagt, ich habe das gerade noch gehört. Das war halt so ein Spaß, die hat es halt im Spaß gesagt, so nach dem Motto, jetzt muss ich halt irgendwas sagen und ich gehe auch nicht davon aus, dass da ein höherer Sinn dahinter ist, aber diese Aussage alleine in der Bundespressekonferenz als mögliche Schnittmengen, wir sind gleich alt, beide sind Männer und wir drei essen Eiscreme, also wir können gut miteinander, das muss man auch erstmal hinkriegen. Ne? Also von dem her gesehen. Stoner, du hattest einen interessanten Gedanken, der drängt schon aus dir heraus. Ja, ich habe ganz viele interessante Gedanken. So. Den Gedanken, den du ansprichst, das war nochmal zum Laschet, weil ich bin ganz bei dir, Frank, so, und finde auch heute wieder die Argumentation dieses Vorträgs hat sehr viel für sich. Nur weil du gemeint hast, dass der Laschet schon als Ministerpräsident eigentlich ungeeignet ist, der ist ja deshalb überhaupt in der CDU so weit oben, weil er es geschafft hat, als CDU-Mann in Nordrhein-Westfalen Ministerpräsident zu werden, also eine Mehrheit zu bekommen, weil Nordrhein-Westfalen halt traditionell schon immer rot war. Und der, glaube ich, der Erste überhaupt in der Nachkriegszeit ist, der für die CDU das geschafft hat. Deswegen ist er überhaupt so stark und hat so eine Hausmacht gehabt, weil er kann sagen, hey, ich habe in NRW Wahlen gewonnen für uns. Das ist das Einzige wahrscheinlich, was für ihn spricht. Ist ja auch der aber größte Landesverband. Gell? NRW ist, glaube ich, auch mit einer der größten Landesverbände. Von der Bevölkerung ist der NRW größte, auch hat die meisten Einwohner vom Bundesland gesehen, glaube ich auch. Ja. Ja. Und das nur zu Laschet, aber ich bin bei dir so, Frank, ich halte das auch immer noch überhaupt nicht für beschlossen und dass es jetzt mit dieser Ampelkoalition läuft. Wie wir es auch schon am Wahlabend oder auch schon vorher gesagt haben, ey, das sind dann extrem komplizierte Verhandlungen. Du hast da wirklich eigentlich sehr unterschiedliche Ideen von wohin die Reise gehen soll, die du da unter einen Hut bringen musst. Robert, das hat auch angesprochen, der Unterschied zwischen FDP und Grünen, der ist in manchen Bereichen riesig und auch zwischen FDP und SPD. Ey, das sind komplexe Verhandlungen. Und bin ich eigentlich der Einzige, der sich irgendwie wundert oder der irgendwie fordert, ey, warum sind eigentlich diese ganzen Koalitionsverhandlungen, warum finden die alle hinter verschlossenen Türen statt? Wäre das nicht etwas, wo man transparent sein sollte und die sollte man hier auf der Tube live streamen? Okay, ja, vielleicht nicht auf der Tube, weil die zensieren so schnell. Da sagst du ein falsches Wort, so wahrnimmst du es gleich raus.
Aber halt grundsätzlich wäre das nicht total interessant, welche politischen Argumente werden dort ausgetauscht, in so Verhandlungen, wo man guckt, wie, was könnten wir als gemeinsame Basis finden? Ey, das wäre eigentlich transparente Politik, weil genau in solchen Verhandlungen, dort wird wirklich Politik gemacht und nicht das, was man dann später, wenn man dann die Verhandlungen abgeschlossen hat, was man dann nach außen verkündet. Da kommen dann wieder diese glattgespülten Parolen, wo man niemanden irgendwie schaden will und eigentlich nichts sagt, dieses typische Politblabla. Aber in solchen Verhandlungen, dort reden die ja wirklich Klartext, musst du ja. Und da wird sich dann auch zeigen, wer intelligent ist und was hattest du für Verhandlungsstrategien. Ich finde das so interessant, diese Dinge zu sehen. Und Genau deswegen kriegst du die nicht zu aber sehen. das wäre halt in einer idealen Welt, also weil genau dort wird ja Politik gemacht. Das Ja, ist, wo genau. Politik gemacht wird. Und das Genau. wollen wir sehen. Ich akzeptiere private Sachen. Aber eine Koalitionsverhandlung, ist das ein Privattermin? Nee, das ist kein Privattermin. Das ist nicht, wo du mit deiner Frau oder sonst wem beim Essen bist, so, ja? Das ist Aber das hier Ding ist, Politik, ja? Das sollte transparent sein. das ist halt das reinste Postengeschacher und dort geht es zu wie auf dem Bazar. Wenn du Ja. das den Leuten zeigst, dann sind die alle desillusioniert, so, what? Was geht denn da ab? Ja, aber es sollte uns allen so zu denken geben, warum wird dort, wo wirklich dann politische Entscheidungen getroffen werden, wo wirklich diese ja, Kompromisse, oft auch faule Kompromisse mit Postengeschacher, wo diese Dinge entschieden werden, das wäre mal eine Sache, die transparent gemacht werden würde. Das würde uns alle wesentlich mehr weiterbringen. Ja, und aber ich bin bei dir, das so oder so, es sind schwierige Verhandlungen und mich würde es auch nicht wundern, wenn das am Ende dann doch scheitert. Es ist für mich wirklich schwer vorzustellen, dass die FDP in eine rot-grüne Koalition geht. Weil, wie du gesagt hast, das war eigentlich so das Hauptthema, was ich so von der FDP im Wahlkampf vernommen habe, dass ihre Daseinsberechtigung ist, dieses linke Bündnis zu verhindern. Ne? Und wenn sie jetzt dann selbst das gerade erst ermöglichen, kann wirklich einen unglaublichen Druck auf die Partei ausüben. Du verprellst im Grunde genommen deine Wähler. Deswegen bin ich auch immer bei dir. Vielleicht wird man sich auch nicht einigen. Vielleicht wird es am Ende dann, wie du es auch vorhergesagt hast, erst muss der Laschet weg. Der ist schon immer mehr am Wackeln, ist aber auch so ein zäher Sesselkleber. Dauert vielleicht noch. Vielleicht kommen wir bei Jamaika raus. Ganz ehrlich, mich würde es noch nicht mal mehr überraschen, wenn es dann doch so wäre, dass man am Ende dann so ein rot-schwarzes Minimalbündnis irgendwie formt. Ja, selbst das könnte ich mir am Ende Es vorstellen. Ne? liegt im Bereich des Möglichen, aber das wäre wirklich Ja, der das wäre der allerletzte letzte Kompromiss, wenn Anker alles dann, ne? scheitert. Aber ich meine, es lässt sich ja auf eine einfache Rechnung zurückzuführen. Ja? Gelb-Rot oder Schwarz-Grün? Was ist denn wahrscheinlicher? Ja? Und die jeweils andere Partei spielt eigentlich keine Rolle, weil Gelb brauchst du nicht von Schwarz überzeugen, Grün brauchst du nicht von Rot überzeugen. Ja? Das ist gesetzt. So, also Schwarz-Grün haben wir ja, glaube ich, sogar irgendwo in einigen Ländern schon. Und das funktioniert. Das haben die Grünen ja auch schon verlautbart. Gelb-Rot. Das wird, ja, da kannst du auch GroKo machen. Das kommt dann aufs selbe hinaus. Wobei eben die Machtverhältnisse dann eben anders sind. Ja? In einer Ampelkoalition mit der FDP als die kleinste Partei, da können die natürlich wenig machen. Aber dann hast du ja quasi in der Regierung schon so eine Art Opposition drin, die dann auch wieder alles blockiert und so weiter und so fort. Das glaube ich nicht. Mit einer Jamaika-Koalition kannst du viel besser regieren. Das Problem im Moment bei Jamaika ist doch einfach nur der Laschet. Das Problem kannst du fixen. Ne? Braucht Zeit, braucht Ablenkung, braucht eine Ruhephase. So, und am Ende sind es einfach nur zwei Waagschalen. Ja? Grün-Schwarz oder Wird das bis Gelb-Rot? Weihnachten noch was? Sicherlich. Der Laschet, der muss es jetzt einfach mal kapieren, weißt du? Die versuchen den halt irgendwie so sanft, ja. Aber wenn der halt einfach stur stehen bleibt, ja, dann müssen sie halt ein bisschen rabiater werden. Das ist eigentlich das Er Spannende ist im noch nicht Moment, ja. draußen, er ist noch nicht ganz draußen, aber man hat ihm schon mal den Mantel gereicht. Also, Der Söder, ja. der sagt, guck mal, damit die endlich mal dieses Laschet-Problem lösen können, muss es ja so sein, dass die jetzt erstmal eben nicht sondieren. Die müssen jetzt quasi raus sein aus dem Spiel, offiziell, ja. Und deswegen sagt der Söder, alle Ampeln stehen auf Grün. Ja, also der Laschet sagt, nee, nee, Jamaika, Jamaika, weil der will es natürlich machen, weißt du. Und der Söder sagt, nee, nee, das Ding ist gelaufen. So, jetzt machen wir mal bei uns, weißt du. Und das Ding ist nicht gelaufen. Das läuft so lange, bis der Lindner auf den Knopf drückt. Krass, der Lindner, der 40-jährige Lindner, der schon. Ich sehe halt echt noch ein bisschen Restwahrscheinlichkeit an, dass irgendwann
hier die Roten und die Schwarzen, und auch da muss der Laschet erstmal weg, da bin ich auch bei dir, dass die dann irgendwann sagen, weißt du was, ey, diese kleinen Drecksäcke, so Grüne und FDP, ey, die treiben uns die ganze Zeit ja. hier mit dem Ring in der Nase durch die Manege und führen uns vor. Weißt du was, denen zeigen wir jetzt mal den Finger. Wir machen jetzt einfach rot-schwarz, wie wär's? Wir können uns auf so einen Minimalkonsens einigen. Man kennt sich seit Jahrzehnten und so. Und am Ende kann auch das echt gut kommen. Ja, aber hätten die, die haben doch gar keine Mehrheit zusammen. Die ich glaube schon, doch. Rot-schwarz könnte regieren. Wie viel haben die insgesamt? Knapp drüber. Knapp drüber. Aber das wäre dann der Kanzler Scholz, weil er eben ein bisschen mehr hat. Ja. Definitiv. Ja. Okay. Aber das müsste die CDU halt auch schlucken. Das wäre eine fette Quote. Söder könnte vielleicht auch mit der Lösung leben, weil da kannst du dich dann schon in Position bringen. So, er wird so. Vizekanzler. Söder dann Vizekanzler. Aber das ist ja eine absurde Vorstellung eigentlich schon fast. Also. Naja. Ja, ja. Du, apropos Postengeschacher. Mir ist gerade ein Clip eingefallen, den ich neulich gesehen habe. Da saßen Gabor Steingart saß bei Maybrit Illner. Gabor Steingart ist ja auch ein Publizist, der einen eigenen Blog hat und sehr viel auch beachtet wird in Deutschland. Nicht nur ein Blog, sondern er ist wirklich, den kennt man. Und der hat über dieses Afghanistan, da ging es ums Thema Afghanistan. Und er hat gesagt, also von wegen Postengeschacher, wir sehen doch eigentlich, dass bei den wichtigsten Positionen im Staat es nie um Qualifikation ankommt, sondern es geht eigentlich nur um parteiinterne Besetzungspolitik. Maas ist nur hingekommen, weil alle davor irgendwie nicht verfügbar waren oder unfähig waren. Dann Annegret Kramp-Karrenbauer musste auch irgendwie als einen Posten kriegen, und das erste Hütchen, was frei wurde, das war eben dann Verteidigungsministerin, und der BND-Chef ist auch einer, der belohnt wurde wegen Nibelungentreue. Also der hat ziemlich krasse Sachen gesagt, so nach dem Motto, es kommt in politischen Ämtern überhaupt nicht drauf an, ob jemand etwas kann oder nicht, sondern da wird einfach nur besetzt nach Gutdünken und wie es halt jetzt gerade parteipolitisch passt. Das wussten wir alle vorher, das ist jetzt keine große Nachricht, aber dass das dann bei Maybrit Illner mehr oder weniger so offen ausgesprochen wird, das empfand ich dann doch schon wieder bemerkenswert, vor allem von dem Steingart eben. Ne? Das ist dann schon so, wo der ein oder andere sagt, recht hat er. Ne? Es war mir gar nicht so bewusst, obwohl man es unterschwellig spürt, weil wenn die Kramp-Karrenbauer irgendwie was redet, dann sieht man ihr einfach an, dass die einen totalen, dass sie ein unglückliches Leben führt auf dieser Position. Die nonverbale Kommunikation bei ihr, die spricht eigentlich Bände. Jeder Analyst könnte das genau sagen. Die Frau ist falsch da, die hasst diesen Job, und genauso das, was da rauskommt, ist halt das Ergebnis dann dabei. Ja. Ist mir gerade so eingefallen, aus den Weiten des Telegram-Universums habe ich das noch so auf dem Schirm gehabt. Ja. Da findet man immer wieder so tolle Sachen, aber man verliert sich halt auch ganz tief, gell? Man kann da stundenlang im Strudel abtauchen. Ich wollte noch was dazu sagen zu der Nachricht, die du vorher schon gebracht hast, Robert. Hier das Urteil von dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, dass die Ausgangssperren letztes Jahr im März in Bayern, und du hast es erzählt, wir haben ja darüber gesprochen, wir haben ja gemerkt, es ist nicht in allen Ländern gleich, aber wir hatten dann phasenweise, Frank, ja, wir hatten ja auch Ausgangssperren, oder? In Sachsen, in München, da war nicht da auch eine Phase, wo man offiziell abends nicht raus durfte oder sowas? Ja, ich meine, ich ja, das ist jetzt eben ein Urteil gekommen, und das Bayerische Verwaltungsgericht, das ist nicht irgendwie so ein kleines Gericht in dieser Hierarchie, sondern das ist dann schon, das hat schon Bedeutung. Ja? Und die haben eindeutig eben gesagt, ich möchte es nochmal hervorheben, weil es wirklich bedeutsam ist, dass diese Ausgangssperren unwirksam sind, dass es rechtlich falsch ist. Mhm. Ja? Und interessant ist auch, wenn man so drüber überlegt, wie die argumentieren. Ich zitiere hier mal aus nordbayern.de, die sich letztens auch auf den Artikel in der Welt berufen, der aber hinter einer Paywall ist, obwohl wir ihn dekodiert haben, dank Unterstützung, wie auch immer. Ich lese mal hier vor, Zitat, weiter habe die Staatsregierung es versäumt, also so argumentieren die Richter, bei der Auswahl der Maßnahmen von mehreren gleich geeigneten Mitteln, dass die Grundrechte der Normadressaten weniger belastende zu wählen. Das ist so eine Justizspeak. Ja. Mhm. Also man hat halt nicht ausgewählt. Es wäre auch andere Möglichkeiten gegeben, jetzt eben umzugehen mit Corona. Die Richter zweifeln nicht nur die Praktikabilität und die Effektivität der Ausgangssperre an. Sie bescheinigen der bayerischen Staatsregierung auch ein fragwürdiges Menschenbild, indem sie schreiben, und jetzt nochmal Zitat, das ist jetzt direkt, was die Richter geschrieben haben, ja. Sollte in dem Verweilen
in der Öffentlichkeit eine Gefahr für die Bildung von Ansammlungen gesehen worden sein, weil sich um den Verweilenden sozusagen als Kristallationspunkt Ansammlungen von Menschen bilden könnten, so unterstellt diese Sichtweise ein rechtswidriges Verhalten der Bürger und setzt dieses sogar voraus. Das sind genau die Dinge, über die wir letztes Jahr schon gesprochen haben. Wie sieht denn die Politik den Bürger? Haben die dort wirklich Sorgen, dass sich Leute versammeln würden und so weiter? Und interessant finde ich auch, dass wir auch letztes Jahr dann schon gesagt haben, dass diese Dinge doch höchst fragwürdig sind rechtlich und dass es auch Juristen gab, meistens dann schon Leute, die außerhalb, also die aus dem Dienst raus sind, die so argumentiert haben, ehemalige Verfassungsrichter, die das letztes Jahr auch schon ganz deutlich gesagt haben, dass es höchst fragwürdig ist, diese Maßnahmen, die sich eine Exekutive rausnimmt, also die Regierung. Und traditionell Machtaufteilung haben wir alle in der Schule gelernt, Legislative, Exekutive, Judikative. Und letztes Jahr hat sich das so verschoben, nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt, dass die Exekutive auf einmal Dinge macht, die höchst umstritten sind. Du aber erstmal nichts dagegen machen kannst, weil die Exekutive auch die Polizei halt steuert und Ordnungsamt als Exekutive. So. Und da haben wir schon eben gefragt, wo bleibt denn die Justiz? Weißt du, die müssten eigentlich deren Aufgabe, ist es in aller Rechtstheorie und Verfassungstheorie, dort ein Gleichgewicht zu setzen. Und wir hatten doch dann auch mal einen Juristen auch als zu Gast hier in unserer Runde und haben denen genau diese Fragen gestellt, ob von der Justiz denn da was kommt, wo bleiben die? Und ich glaube, der hat auch gesagt, oder wir haben diesen Gedanken dort zumindest gehabt, ja, Mühlen der Justiz, die malen langsam, aber die kommen dann schon. Und das scheint jetzt vielleicht so langsam die Zeit zu sein. Denn bisher haben sich diese Verwaltungsgerichte die ganze Zeit in Eilverfahren mit diesen Maßnahmen beschäftigt. Also die Regierung haut irgendeine Maßnahme raus, hey, du darfst jetzt nicht mehr auf der Parkbank sitzen. Irgendjemand von den Bürgern klagt dagegen und sagt, hallo, oder kriegt halt in Ordnung irgendeine Strafe und klagt dagegen. Und sagt, hey, wieso soll das nicht sein? Und dann machen eben diese Verwaltungsgerichte Eilverfahren. Und da waren sie alle auch irgendwie unter der Knute der Exekutive. Und dann ist es halt immer durchgewunken. Aber jetzt steht halt so langsam, jetzt wo da ein bisschen mehr Zeit vergangen ist, jetzt steht es mal an, jetzt mal wirklich in echten Verfahren, nicht im Eilverfahren, sondern in echten Verfahren zu prüfen, wie verfassungsgemäß eigentlich ganz viele von diesen Corona-Maßnahmen überhaupt waren. Ne? Und da bin ich gespannt, ob da noch mehr kommt. Magst du vielleicht und auch in anderen Ländern. Magst du die zwei letzten Absätze vielleicht noch kurz vorlesen, weil das finde ich noch sehr interessant, was da steht, was das nämlich dann bedeutet jetzt in Zukunft. Ich kann es auch vorlesen, aber wenn du lest hast... Lest du mal vor, ich weiß nicht, wie du okay. meinst. Der Verwaltungsgerichtshof trägt nicht nur mit diesem Beschluss zur juristischen Aufarbeitung der Corona-Krise bei, sondern auch dadurch, dass die Revision zum Bundesverwaltungsgericht zugelassen wird, weil in Anführungszeichen die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat. Und letzter Abschnitt, damit wird über die bayerischen Grenzen hinaus die Möglichkeit zu einer höchstrichterlichen Grundsatzentscheidung eröffnet. Es ist ein Problem dieser Pandemie, dass es daran bislang mangelt. Und das ist natürlich ein Text für die Welt, finde ich natürlich schon, dass da ein Redakteur sowas schreibt und das dann durchgewunken wird von der Chefredaktion, so nach dem Motto, wir müssen das aufarbeiten. Hier gibt es sehr viel Mist, das vor unserer Tür liegt und das müssen wir jetzt alles wegtragen, das müssen wir wegschaufeln. Und das ist vielleicht mal so ein erstes kleines Zeichen, dass nicht jeder Richter jetzt nur noch spurt und auf Linie ist, sondern schon noch erkannt hat, hallo, Rechtsstaat und so. Ich meine, die obersten Richter gehen mit der Kanzlerin zum Kaffee trinken und werden vorher noch eingesetzt von ihr auch in diese Posten als Belohnung. Das ist sowieso, bizarrer geht es eigentlich gar nicht. Ja? Die Auflösung allen Rechtsgedanken ist es, ja? Verabschiedung der Judikative. Aber ich glaube nicht, dass jeder Richter einfach nur Gewehr bei Fuß steht bei all diesen Maßnahmen, die das letzte Jahr getroffen worden sind. Nee, und man hat es ja eben gemerkt, dass so Ex-Verfassungsrichter oder Spitzenrichter letztes Jahr schon durchaus auch deutlich Stellung bezogen haben. Ja? Was halt einfach bei uns in den Medien nicht so transportiert wurde, deswegen die meisten nicht zu Sorgen gekommen ist. Aber wir haben das schon immer berichtet. Wenn ich mich recht erinnere, hat der Papier hat mal was ganz Deutliches gesagt und dann auch noch der, da fällt mir jetzt gerade der Name nicht mehr ein, hat glaube ich einen italienischen Namen, aber auch ganz wichtiger Jurist in Deutschland. Aber das sind eben alles Leute, die schon aus den Ämtern raus sind. So. Und die haben da letztes Jahr klar gesagt, hey, also ist ja schön, dass ihr hier die Corona-Viren eindämmen wollt, aber ihr müsst es eigentlich verfassungsmäßig, ist es auf höchst wackeligen Füßen, was dort steht. Mhm. Und das haben wir auch schon angesprochen und auch die Sorge, die da eben kommt. Solche Dinge können auch sich zu einer Staatskrise entwickeln. Wenn die Politik, die Regierung eine Politik macht,
die rechtlich nicht einwandfrei ist. Und verdammt, wir hatten das in der Regierung Merkel nicht das erste Mal. Es hat mit Corona nicht angefangen. Es gab schon vorher mehrere Dinge, wo viele in der Bevölkerung, eben auch viele Juristen, Top-Juristen, sagen, hey, das ist verfassungsmäßig zumindest nicht sauber so. Ja, man sollte das mal ganz genau angucken. Das ist dringend nötig. Ob das dann wirklich so viel Einfluss nimmt, das wird man sehen. Aber ich finde es eine gute Nachricht, das macht Hoffnung. Weil, wie gesagt, Bayerisches Verwaltungsgericht, das ist kein so ein kleines Gericht, was du so einfach unter Druck setzen kannst, auch von der Politik. Sondern genau wie es dort jetzt in dem letzten Absatz noch stand, die schaffen ja auch einen Präzedenzfall oder einen Kasus, mit dem du dann zu einer noch höheren Instanz gehst, der wäre dann Bundesverwaltungsgericht, dann ist es deutschlandweit. Und Bayern als Bundesland, wenn da eben schon mal so ein Urteil setzt, dann hast du schon mal ein bisschen Fleisch an dem Fall. Ja? Also das ist auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Ich meine nicht, dass ich jetzt mehr da so naiv bin und mir von der Justiz irgendwie die Rettung unserer Freiheit erhoffe, aber mal sehen, was von denen kommt. Ja? Weil, ganz ehrlich, ich bin auch kein Jurist, aber da sind wir uns alle einig, was da letztes Jahr vor allem gelaufen ist, zum Teil, wir erinnern nur an die Geschichten hier von unserem Kollegen Dominik Görlitz, der auch erzählt hat von seinem Fall und all diese Sachen. Ey, die Parkbank-Posse in Bayern damals, wo Leute nicht mehr auf der Parkbank sitzen würden, die Polizei aus Hamburg, die da den Jugendlichen mit dem Auto hier im Park verfolgt und diese ganzen Sachen, dass das rechtlich nicht sauber ist, dazu muss man, glaube ich, kein Spitzenjurist sein. Das sagt einem der gesunde Menschenverstand. Und es ist gut, dass diese Dinge nicht vergessen werden. Scheinbar braucht halt die Justiz immer ziemlich lange. Und das ist ein bisschen mehr wie das Königlich-Bayerische Amtsgericht. Gell? Ja, genau. Kannst dich erinnern an die Serie? Ja, 80er Jahre, 70er Jahre oder so. So eine bayerische Posse da für alle Nicht-Bayern. Die Älteren werden es wissen noch. Gut, aber die Entscheidungsträger genießen Immunität. Ja, die werden da nicht zur Rechenschaft gezogen. Am Ende wird man das halt juristisch feststellen. Ja, war halt rechtswidrig. Sie würde ja schon mal helfen, wenn die Situation dann wieder eintritt. Also ja, es würde ja schon mal helfen, wenn die Justiz irgendwie der Exekutive mal ordentlich auf die Finger klatscht. In der Tat, das mit der Immunität, da sind wir wieder bei dem, was wir letztens besprochen hatten hier mit den Pinken. So Politikerhaftung. Ey, wenn du offensichtliche Rechtsbrüche machst, normalerweise in einem Rechtssystem bist du dann auch zur Rechenschaft zu ziehen dafür. Ja, du kannst dann auf Regress gefordert werden, auf Schadensersatz und so weiter. Das wäre dann der nächste Schritt, ob wir jemals da zu dieser Politikerhaftung kommen. Deswegen fand ich auch das Thema eben so interessant, was die Pinken dort hier eingebracht haben, was wir diskutiert hatten. Ja, genau. Wie war denn euer Montag? War der auch so entspannt? Absolut, ey. Ich habe Radio gemacht, Radio Emergency ist gelaufen ohne Probleme. Wieso gab es irgendwo Probleme? Radio Emergency läuft noch, ja, ohne Facebook-Application. Ja. Der Rest war etwas schwierig. Ja, so. Das Witzige war, meiner Frau ist ihr Handy runtergefallen beim Gassi-Gehen und das ist irgendwie blöd aufgeknallt. Und dann hat sie ständig versucht, irgendwie eine Facebook-Nachricht rauszuschicken und so, oh scheiße, ich glaube, mein Handy ist kaputt. Und ich habe es dann kurz getestet und habe gesehen, es geht nicht. Und ja, mein Facebook, mein WhatsApp auch nicht. Und dann kurz recherchiert, alles gut, Handy funktioniert noch. Oh, Gott sei Dank, ja. Also das war, aber dann ist mir klar geworden, ups, das scheint ja wohl ziemlich groß zu sein. Ein Freund hat geschrieben, Facebook ist auf der ganzen Welt kaputt. So auf die Art, ja, so. Und dann wurde erst klar, wie groß dieser Systemausfall da war. Ja, also alle Messenger-Dienste und Facebook, das war natürlich schon ziemlich krass. Was hat das gekostet? Er ist vom zweitreichsten auf den fünftreichsten Platz gefallen. 7 Milliarden hat ihn das gekostet, aber Facebook war ja vorher schon im Fall aufgrund der Ankündigung dieser Senatsanhörung, wo doch diese Frances Haugen jetzt gestern ausgesagt hat. Die Whistleblowerin. Über Facebook. Ja. Und das kam natürlich wirklich, das Timing ist natürlich da auch wieder sehr verdächtig. Ja. Gibt es eigentlich? Man könnte fast meinen, entweder es ist ein Ablenkungsmanöver, ja, dass man vorher erstmal einen riesen medialen Blowout produziert, über den dann alle berichten und diese Frances Haugen dann mit ihrem Zeug untergeht. Oder, und das vermute ich, der Zuckerberg, ja, der hat einfach mal 2 Tage vor dieser Senatsanhörung der Welt gezeigt, so Leute, das passiert, wenn ihr mir auf den Sack geht.
Weißt du? Und dann hat er das Ding einfach mal 7 Stunden online geschalten und es ist denen doch wurscht, ob jetzt das Unternehmen von 990 Milliarden auf 983 Milliarden sinkt vom Wert her, weißt du? Mhm. Da muss er halt noch 3 Wochen länger bis zur Billion warten. Denen doch scheißegal. Aber die Message ist, Leute, ohne Facebook läuft hier gar nichts mehr. Ja. Aber da also, musst du mir jetzt helfen oder in der Argumentation uns helfen. So. Wieso braucht die Welt Facebook? Kann das nicht den meisten Leuten sein? Das hast du ja gesehen, wie viele Firmen an dem Tag handlungsunfähig waren. Ja? Und das kann man ja auch als Machtdemonstration einfach mal interpretieren. Ja? Die ganze Welt redet drüber. Ein Haufen Firmen machen an dem Tag dicht, weil nichts geht. Selbst die Facebook-Mitarbeiter kommen nicht in ihre eigenen Büros rein, weil Facebook offline ist. Ja, und in China kommen irgendwelche Drohnen vom Himmel. Gut, weiß man jetzt nicht, ob das was damit zu tun hat. Aber für mich war das, egal ob es jetzt beabsichtigt war oder nicht, unterm Strich eine Machtdemonstration an die Welt. Hey, schaut mal her, wie viel Macht hier Facebook hat. Ja? Erklär mir das mal, also mich als Laien. Ich meine, ich weiß, was Facebook ist, kenne auch Facebook und so weiter. Aber, es ist halt nicht aber, einfach nur... Aber wie vernetzt sind die Dinge? So, welchen, das, weil das wissen die meisten Leute gar nicht. Was hat zum Beispiel... Wenn Facebook dicht geht, warum können dann andere Wirtschaftszweige nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen, in ihre Büros rein? Ich glaube, das muss man mal vorstellen, dass da eine ganz andere Vernetzung ist, dass Facebook nicht nur diese Plattform ist, die wir so kennen alle, sondern dass die auch noch ganz andere Dienstleistungen im Internet anbieten. Ja, natürlich. Und dass dort eben eine gewisse... Ja, ich will nicht gleich sagen Monopol, aber dass sie eben eine gewisse infrastrukturelle Macht besitzen, so argumentierst du ja, dass wenn sie ausfallen, dass dann ganz viele andere Dinge ausfallen, dass möglicherweise sogar Technologien ausfallen und vielleicht möglicherweise an gewissen Stellen, die sogar sicherheitsrelevant sein könnten, Kraftwerke oder was weiß ich so. Ja, Kraftwerke sind mit Sicherheit unabhängig von Facebook. Aber ja, Facebook hat halt viele Applications, mit denen viele Firmen ihren tagesaktuellen Umsatz generieren. Die sind da natürlich alle schon mal raus gewesen. Also, was ist denn das, eine Facebook-Application? Erklär mir das mal. Was hat eine Firma von Facebook? Was bieten die denen? Ne? Und warum gehen dann bei der Firma die Bürotür nicht mehr auf? Also irgendwo jetzt in Tokio oder so. Da musst du jemanden fragen, der technisch davon Ahnung hat. Fakt ist jedenfalls, wenn diese Applications, mit denen du zum Beispiel eben Türen öffnest, die eben über diese Facebook-Server laufen oder die Facebook direkt eben anbietet oder die du über die Facebook-Plattform sozusagen als Content-Anbieter von Apps halt programmieren kann und andere nutzen die dann oder wie auch immer. Und eben viele Firmen, die halt über Facebook ihr Geschäft betreiben, ja, indem sie dort halt eben Werbung schalten oder kommunizieren oder meinetwegen jetzt einen aktuellen, nehmen wir jetzt einen aktuellen Kongress, ja, der dann eben an dem Tag dort über Facebook vielleicht sogar live gestreamt werden sollte. Ja, sowas findet ja täglich massenweise statt, dass irgendwelche Events und Vernetzung halt eben über Facebook läuft. Gerade in der Corona-Krise hat sich das ja alles noch mehr verschärft. Ja. Also es gibt ja viele andere Anbieter, nehmen wir an Google, ja, da ist es vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn das abschmieren würde, da wären viele Firmen dicht, ja, oder auch Zoom, ja, wenn die jetzt mal irgendwie einen Tag einen Dienst einstellen würden, dann wüssten jetzt erstmal ganz viele Leute und vor allen Dingen auch Schulen und so weiter gar nicht so richtig, macht man jetzt. So, und so ist es eben auch bei Facebook. Wie das jetzt genau funktioniert, warum da die Tür ohne Facebook nicht aufgeht, das kann ich dir nicht verraten. Aber es stand ja in allen Medien, dass es so ist. Deswegen zweifle ich mal nicht daran. Es ist halt aber einfach diese Smart-Welt, oder? Also, ja, genau. Weil alles wird smart gemacht und das klingt ja erstmal cool. Weißt du, dein System denkt für dich mit, dein Auto ist smart, deine Eingangstüren ist smart, die Heizung ist smart. Ich bin heute aber wenn alleine dort irgendwas mal in dem Netz durcheinander geht, dann ist es vielleicht nicht mehr so smart. Ich weiß nicht, an so einem Tag, ob es dann so gut ist, mit deinem Smart Car zu fahren, weißt du, mit deinem Tesla und der biegt auf der Autobahn einfach links ab, genauso wie irgendwelche Drohnen in China auf einmal so in den Sinkflug übergehen. Irgendwie, wenn dort alles halt vernetzt ist in dieser Smart-Welt und dort der Bug drin ist, dann ist blöd. Ja, jetzt haben wir es schon zweimal angesprochen. Wir können ja das Video mal auch zeigen. Aber bevor wir das tun, ja, diese Smart-Welt. Ich bin heute alleine durch meine Wohnung gegangen. Ich habe 3 Kinder und dann grüßte mich aus irgendeiner Ecke so ein Spielzeug-Cowboy. Nein, einfach nur, weil ich vorbeigegangen bin. Es sagte der, hello. Oder jetzt vor kurzem so eine Nachricht gelesen, da hat sich einfach eine mal auf den Fußboden gelegt und wollte Nickerchen machen und dann kam der Staubsaugroboter, ja, und hat die Haare eingefahren. So, weißt du? Das ist der Beginn von Terminator. So ging's los. And so it begins. Da gibt es ein Bild davon. Roboter, ja, genau, dass dann der Terminator unten dran and so it begins. Ja, so. Aber warte, ich zeig mal das Video kurz.
Zum Verständnis, was wir da sehen, das ist ein so ein Multidrohneneinsatz, wo also hunderte Drohnen mit Lichtern am Himmel irgendein etwas nachzeichnen, wie so Punkte, die dann ein großes Bild ergeben. Und dabei ist dann Folgendes passiert, dass irgendwie plötzlich hunderte von denen angefangen haben, mehr oder weniger unkontrolliert nach unten zu fliegen. Ich sehe jetzt also nicht wirklich große Abstürze. Bei einem sieht man es mal, dass da ein bisschen schneller geht. Da fällt jetzt eine, bam, hier hast du gesehen, nochmal kurz zurück. Diese eine Drohne, die hier runterkommt, die ist da gegen das Auto gesammelt. Bam, es hätte, wenn das jemand auf den Kopf trifft, schon Verletzungen geben können. Die sind jetzt aber nicht komplett abgestürzt in dem Sinn, weil eine Drohne, wenn sie ihr Signal verliert oder irgendwie nicht mehr weiß, was tun ist, dann gibt es diesen Return to Home oder Automatic Land Modus, dass die automatisch dann eben in den Sinkflug übergehen, egal wo sie sind. Das hat schon für große Probleme gesorgt, wenn es über dem Wasser ist, aber in dem Fall sehe ich jetzt eigentlich eher so, okay, Loss of Communication, dass der Drohnenverbund irgendwie nicht mehr kommunizieren konnte. Und vielleicht war das ja auch eine Einwendung von Facebook. Ne? Kann ja sein. Ja, kann sein. Aber Fakt ist jedenfalls, jede einzelne Drohne hat die Anbindung ans größere Ganze verloren. Mhm, ne? Und war auf einmal so ein losgelöster Regentropfen, so ein Individuum. Ja? Das ist eigentlich eine schöne Metapher. Ja, wenn das Kollektivbewusstsein auf einmal sozusagen abschaltet. Ja, und dann. Die Bilder auch haben wir auch, ich meine, zum einen lächelt man drüber und lacht drüber, weil es halt dieses Technical Fail und so, ja. Mhm. Aber ich finde, es hat auch was Unheimliches. Mir sind sowieso diese ganzen unbemannten, roboterartigen Devices irgendwie immer suspekt. Und auch eben diese ganze Smart-Welt ist mir per se suspekt. Und es ist nicht irgendwie, dass ich technikfeindlich bin, aber. Ja, es ist halt so eine Anfälligkeit, über die wir reden. Jetzt bei diesem Video, das war am Montag. Wir wissen nicht, ob das wirklich direkt mit Facebook zu tun hat. Wir wissen nicht, ob das dieselbe Ursache ist, die Facebook lahmgelegt hat. Auch darüber weiß man nicht überhaupt, was es war. Aber gerade weil ich es eben nicht weiß und auch als Laie erkenne ich halt, oder vielleicht mit meinem naiven Blick, aber damit sieht man eben manchmal Dinge anders als der Fachidiot. Aus meiner Sicht sind diese Smart-Systeme anfällig. Ja, wenn alles miteinander vernetzt ist, dann ist es anfällig. Anfällig für Fehler, die einfach immer passieren. Und diese ganzen Smart-Welten kommen ja, um Fehler auszumerzen, weil sie immer sagen, der Mensch ist der Fehler. Sprich zum Beispiel im Automobilverkehr oder sowas. Menschen machen Unfälle. Wäre es nicht super, wir würden alles schön fernsteuern, dann würde es keine Fehler geben. So. Ah, aber dann siehst du diese Drohnen hier. Da passieren auf einmal dann schon Fehler. Und was ist, wenn das mit deinem Auto ist? Oder mit einem Flugzeug? Oder mit einer Rakete? Oder mit einem Schiff, was im Hafen gerade ist oder sowas? Ja? Also ein bisschen unheimlich finde ich es halt, diese Anfälligkeit zu sehen. Und ja, sprechen wir darüber, was kann das auslösen? Ist es irgendwo ein technischer Defekt? Ist es eine Hackerattacke, was auch alles Anfälligkeit bedeutet? Weißt du, wenn du deine Infrastruktur anfällig machst, irgendwelche Hacker, ist blöd, weil es gibt vielleicht Leute, die wollen dir schaden, aus welchen Motiven auch immer so. Wurden die jetzt hier gehackt? Ist es ein infrastruktureller Fehler, irgendeine Überlastung von irgendwelchen Servern, dann irgendeine Art Domino-Effekt oder so? Auf jeden Fall sollte einem das doch zu denken gehen, ob diese aus meiner Sicht naive Vision, ja, alle Technik ist smart miteinander vernetzt, ob das wirklich so richtig ist. Oder ob man nicht irgendwie lieber so oldschool-mäßig die Kontrolle haben sollte über Technik, einschalten, benutzen und danach wieder ausschalten. Ne? Ich habe vorhin, ich glaube, das war im Nuviso-Chat auch, habe ich einen IT-Experten gelesen, der gemeint hat, Leute, diese Server sind so mega gesichert, die können gar nicht ausfallen. Und derjenige, der die Dinger ausgeschaltet hat, wollte, dass die ausgeschaltet werden. Also es könnte durchaus sein, dass da jemand im Hintergrund, egal ob jetzt Herr Zuckerhügel oder nicht, das gemacht hat, sondern dass wirklich da jemand absichtlich ein Zeichen gesetzt hat, so nach dem Motto, das passiert, wenn wir das machen. Aus welchem Grund auch immer. Also ich kann's so jetzt, Sabotage sozusagen. Ja, also dass das wirklich ein Zeichen war, entweder von Facebook selber oder von Leuten, die eben eine andere Agenda haben, um zu sagen, hey Leute, passt auf hier, wenn wir wollen, können wir alles von jetzt auf nachher abschalten. Das ist aber alles nur Spekulation. Ich gebe nur wieder, was ich vorhin gerade gelesen habe. Auf jeden Fall, wie du sagst, ich hätte ein komisches Gefühl, in einer Stadt, in der autonomes Fahren stattfindet, so wie in Rom zum Beispiel, und dann fällt der Zentralserver aus.
Ich weiß nicht, der italienische Autofahrer, wenn er dann wieder fahren kann, ist ein bisschen eine andere, weißt du so. Also das stelle ich mir gerade komisch vor, oder in Paris irgendwie Systemausfall und alle autonomen Fahrzeuge bleiben stehen. Oh. Wenn du Also. in beiden Städten mal gefahren bist, Auto, da gibt es einen riesen Unterschied. Ja? In Rom sind die gar nicht so aggressiv, ja? In Paris schon. Also ist zumindest meine Erfahrung. In Rom funktioniert das mit dem Verkehr erstaunlich gut. Da bleibst du auch nie stehen. Da rollt alles mit 30, aber es rollt. Ja? Also ich kenne nur In Paris Palermo. funktioniert das gar nicht. Das ist Chaos pur. Ich war 10 Tage in Palermo und da habe ich mich auch gefragt, das waren so riesige Kreisverkehr mit 3 Spuren und wir sind da drauf zugefahren und gedacht, um Gottes Willen, wie. Aber irgendwie, das fließt und auch ein bisschen düdüt und die lassen dich auch leichter reinfahren und so weiter. Also ich habe das. Die Italiener sind da ein bisschen, zwar ein bisschen aggressiver und so ein bisschen nach vorne, aber der deutsche Autofahrer an sich ist da etwas schwieriger. Off-topic fällt mir gerade ein, auf dem Rückweg von Südtirol hier nach München habe ich es dreimal gehabt, dass ich auf der Autobahn und auf der Straße rechts ziehen musste, weil meine Spur zu Ende war. Und ich hatte es war eine lange Lücke drin und ich habe geblinkt, lang vorher schon geblinkt und wollte rüberziehen. Und der deutsche Autofahrer hat absichtlich die Lücke zugemacht. Es ist mir dreimal passiert in 3 Stunden. Also wirklich so, nö, dich lasse ich da jetzt nicht reinfahren. Der hätte nicht mal bremsen müssen, er hätte einfach nur mich rüberziehen lassen müssen. Aber ich habe angefangen, die Spur zu wechseln. Und dann hat derjenige beschleunigt auf Landstraße, kurz vor der Mautstelle und zweimal auf der Autobahn, wo ich mir echt gedacht habe, warum macht jemand sowas? Ich meine, ich lasse 100 Mal am Tag jemand rein, weil ich will ja dann auch irgendwie wieder reingelassen werden, wenn ich es muss. Und ich habe ja nicht, die Spur war zu Ende, da war ein Du bist Leitpfosten, einfach weißt du so. zu gut für diese Welt, Ich Robin. verstehe das nicht. Erklärt mir das bitte, warum ein Das Mensch. haben, kann ich dir erklären, das haben die Leute von Schumi gelernt. Weißt du? Du musst eine aggressive Linie fahren, dann machst du die Tür zu. Ey, das heißt gewinnen. Ne? Pole Position. Pole Pole Position Position. auf dem Platz, der größte Vollpfosten, weißt du so, ja. Nee, vielleicht bin ich da, das ist auch nur subjektiv meine Wahrnehmung hier, aber so, wenn man in München ein Auto fährt, am besten du hast eine auswärtige Nummer, weil dann hast vielleicht noch eine Chance, dass sie dir ein bisschen Vorfahrt gewähren oder so, aber ansonsten ist Krieg. Der deutsche Autofahrer fährt im Krieg, weißt du so, komme ich mir fast vor. Off topic, Thema Ende, Punkt. Wir sind wo Aber ganz zurück zu der anders. Facebook-Sache, so als Genau, ja. Frage. So. Seht ihr da irgendeine Connection zu diesem, wie hieß es denn nochmal, dieses Projekt, über was wir auch gesprochen haben, wo manche schon die Sorge hatten, dass im Cyberpolygon. Cyberpolygon, genau, wo manche schon die Sorge hatten, dass im Sommer vielleicht das Internet ausfällt. Seht ihr da, läuft dieses Cyberpolygon noch? Und meint ihr, das hat damit vielleicht irgendwas zu tun? Eben auch mal so ein Test, auch im Sinne, wie du es gesagt hast, fragen wir, guck mal, was passiert, wenn wir ausschalten. Dann sind nicht nur wir betroffen, sondern ganz viele andere Dinge auch. Und meint ihr, das könnte damit noch irgendwie zu tun haben? Also Cyberpolygon war ja eine Simulation, die ist abgeschlossen. Man wird da Fazit draus, sowas wie Event 201, ne? Ein abgeschlossenes Ding. Und dann ist erstmal Pause. Ja, wenn dann bestenfalls als Argumentationsgrundlage, dass man jetzt eben sagt, guck mal hier bei Facebook, was da passieren kann, ja. Wenn es Hacker mal auf so ein Serverzentrum abgesehen haben, da kann hier viel passieren, wirtschaftlicher Schaden, viele Milliarden etc. pp., dass man das sozusagen einfach als Argument jetzt in die Waagschale wirft, um sich dann eben darauf vorzubereiten, ja. Und das kostet dann auch nur 120 Millionen Euro Steuergelder und dann basteln wir uns eine super hypermoderne, sichere Infrastruktur, so nach dem Motto, ja. Und das, naja, weil wir das ja so gut können, ja, weil wir ja so die Weltmeister im App-Programmieren sind und das dann alles so wunderbar funktioniert. Smart halt, Ich ja. habe gerade versucht zu Smart finden. World. Ich sehe kein Datum, dass die Übung beendet wäre, aber ich glaube, das war nur für einen kurzen Zeitpunkt, Ja, wo das die war Teams ein bisschen. eben in diesen unterschiedlichen Hallen zusammengesessen sind und die sind dann nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen, wahrscheinlich haben sie die Übung beendet und dann wird es ausgewertet. Also Genau. insofern, aber Drei die. Gedanken habe ich dazu noch. Meint ihr, man kann bei diesem Thema Smart-Technologie, kann man dort auch schon wieder dieses Überthema sehen, also Kollektivismus versus das Individuum? Also diese ganze Idee entpersonifizierter Verkehr, dass das alles geregelt wird irgendwie von einer KI und so, das ist sozusagen, jetzt, einfach das Denkmodell mal rausgehauen, das ist wie Kollektivismus, weißt du, alles läuft gleich. Das andere Ding ist, wo halt das Individuum eine Verantwortung hat und halt verantwortlich ist für das, was es tut. So. Hey, und ich meine, wenn du mich fragst, so, also ich weiß eindeutig, wo ich stehe. Und nutzen wir die Technologie, um den Fahrer zu unterstützen. Beim Autofahrer, hier sowas wie ABS,
Anti-Blockiersystem, Track Control, dass du im Schleudern irgendwie Unterstützung bekommst, wenn das Auto merkt, hey, shit, wir schleudern hier gerade bei 120, dass da so Hilfsmittel reinkommen, Tools, damit du nicht komplett aus der Spur kommst. Solche Dinge sind super. Aber lass dem Piloten, also lass den Fahrer die Hände irgendwie am Steuer halten. Noch krasser finde ich es bei Flugzeugen. Klar, jede Art von Technologie und auch Computer, die einspringt, wenn der Pilot irgendwie massiv Probleme hat, ist hilfreich. Robert, oder? Alles ist hilfreich. Irgendwelche Tools, weißt du, die dich im Gleichgewicht halten, die da zeigen, Alarm zeigen, hier funktioniert was nicht. Aber hey, bitte, wenn ich in ein Flugzeug steige, ich möchte, dass da ein Pilot sitzt, dass ein Pilot den Steuerknüppel in der Hand hält. Das ist für mich entscheidend. Und dass er da nicht irgendwie in eine passive Rolle fällt, sondern wirklich, ich habe Vertrauen in den Menschen. Sobald ich mich in diese Technologie reinbegebe, möchte ich, dass dort ein Mensch sitzt, der das kontrolliert. Und hab dort mein Vertrauen. Nimm es dem nicht weg. Lass das Steuer in den Händen des Fahrers, des Piloten, des Captains auf hoher See. Und ja, Fehler passieren. Aber bei dieser Vernetzung, da hätte ich noch viel weniger Vertrauen. Ne? Mhm. Ja, wobei man aber sagen muss, dass der Computer mit Sicherheit wesentlich bessere Entscheidungen trifft als der Mensch. Aber das Problem ist, eben wenn hier das Netzwerk ausfällt, ja, dann. Ja, also wenn der Computer falsche Daten hat. Ich bin noch ein bisschen technisch affiner fast noch. Ich würde vielleicht so weit gehen zu sagen, okay, lass es die Technik übernehmen, aber bitte lass nicht die Technik dem Menschen sozusagen das Ruder entreißen. Lass den Mensch halt bequem dort sitzen, aber ihn eben in letzter Instanz die Kontrolle übernehmen lassen können und nicht umgekehrt. Also nicht der Computer soll dem Menschen in letzter Sekunde irgendwie das Steuer entreißen, sondern es müsste umgekehrt sein. Ja? Soll doch der Computer die Strecke machen und es geht ja auch meistens gut. Ja? Aber wenn der Mensch, der dort im Cockpit sitzt, ja, irgendwas stimmt hier nicht, muss der in der Lage sein, die volle Kontrolle zu erlangen. Ihr kennt ja den häufigsten Spruch in einem Airbus-Cockpit, oder? Habe ich es schon mal gesagt? Links ist frei? Nee, nee, was macht dann jetzt schon wieder? Ja, auch gut. Also insofern, ich erinnere mich an eine dunkle Geschichte. Der Bundeswehr-Airbus ist gelandet in Fürstenfeldbruck. Einer meiner Lehrgangskollegen saß bei Base Ops, also bei Bodenabfertigung und so. Und er hat erzählt, dass einer von den Piloten reinkam mit einem Faxausdruck. Das war in den 90ern. Da hat die Maschine, das Flight Management System, irgend so ein Fax ausgedruckt. Und das waren ungefähr 100 Punkte, die der Airbus A310 von der Bundeswehr ausgedruckt hat. Und damit haben sie dann irgendwie in Köln waren, die Wartung angerufen, was das jetzt bedeutet. Da haben wir auch gedacht so, Junge, mit dem Ding bin ich ein paar Mal über den Atlantik geflogen. Also das ist ja uralt. Außerdem, die Bundeswehr hat damals noch 707 gehabt. Das war mit, ich glaube, fast das letzte Land, wo noch die alte Boeing 707 geflogen ist. Und nur weil die NVA aufgelöst wurde und die Bundeswehr überging, haben wir überhaupt vier A310 bekommen. Also ich habe es noch erlebt, ich bin noch auf einer 707 geflogen. Das war, ich habe vorhin einen James-Bond-Film gesehen, wo so ein altes Ding noch durch den Film geflogen ist. Und das hatte die Bundeswehr in den 90ern noch. Da gab es noch keine anderen Geschichten. Aber ich schweife ganz ständig vom Thema ab, also ich weiß auch nicht. Mit euch komme ich immer ins Plaudern. Leute, apropos Plaudern, habt ihr noch einen wichtigen Punkt? Weil wir haben auch nämlich einen tollen Gast heute. Dann kommen wir zum Gast. Kommen wir zu unserem Gast. Ja? Wollemann Reilasser. Ich stelle ihn vor, ich bin auch auf ihn aufmerksam geworden. Jeder, der die alternativen Medien durchforstet, wie wir auch alle, ist ihm in der letzten Zeit bestimmt schon einmal begegnet. Er ist Fotograf, er ist Journalist, er publiziert bei den Nachdenkseiten. Beim Rubicon hat man schon einiges von ihm gelesen. Und er hat auch bei Servus TV gesessen, bei Talk im Hamgar 7. Er war bei Gunnar Kaiser im Interview. Er hat auch für den Reitschuster ein Interview neulich gegeben. Und also für all diejenigen, die ihn noch nicht kennen, ich kann euch sagen, er ist ein Mitstreiter im Bunde und ich sage herzlich willkommen und ich bin froh, dass er da ist, Henning Rosenbusch. Unser Gruß geht heute nach Schweden und hallo Henning, es ist toll, dass wir dich heute dabei haben. Servus. Hallo, es freut mich sehr, dabei sein zu dürfen. Hallo. Henning, ja, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bis vor kurzem dich noch gar nicht mitbekommen habe, obwohl ich wirklich auch die ganzen Medien so gut wie es geht den ganzen Tag konsumiere. Ein Freund hat mich auf dich aufmerksam gemacht, weil er mit dir auch in Kontakt steht und dann habe ich natürlich den Impuls sofort aufgenommen, weil er zu mir gesagt hat, hey, du musst unbedingt mit dem mal sprechen, der hat ganz viel zu sagen und ich habe dann deinen Weg mal so ein bisschen verfolgt. Wir hatten uns neulich auch länger unterhalten und dann die erste Frage dann natürlich vorweg.
was treibt dich an? Ja? Warum bist du ein Mitstreiter im Bunde? Warum bist du ein Bruder im Geiste sozusagen? Wie bist du eigentlich dazu gekommen, dass du jetzt auch hier ständig als Aktivist unterwegs bist? Als Aktivist will ich eigentlich gar nicht auftreten. Ich habe natürlich meine Motive, ach, nach Schweden gekommen zu sein. Ich versuche das schon als Journalist zu machen. Das heißt, auch die negativen Nachrichten jetzt über Schweden zu transportieren, das jetzt nicht als hier ist alles super gelaufen, zu verkaufen. Aber ich habe natürlich auch meine Motive, hierher gekommen zu sein. Ich glaube, du hast mich kurz vorgestellt, aber ich habe ja lange als für die normalen Medien, für eine Tageszeitung und aber auch für andere Medien in der Kleinstadt in Nordbayern gearbeitet, in Coburg. Und war da aber, weil es einfacher war und weil die Brötchen auch einfacher zu verdienen waren, und habe ich mich da auch vor allem aufs Fotografieren spezialisiert, auch weil ich mal die Erfahrung gemacht habe, recht früh, dass das politische Feld, da reicht es nicht, sich ans journalistische Handwerkszeug zu halten, sondern da muss man irgendwie aufpassen, da kommen wir leicht in Minenfelder. Und ich bin da den leichten Weg gegangen. Aber meine Pandemie-Geschichte, die ging eigentlich schon im Januar los, weil ich bin geschickt worden mit einer Delegation auf die Spielwarenmesse nach Nürnberg. Und habe natürlich die Bilder aus Wuhan gesehen damals. Und ich war beim Thema, das sprich, ich habe bei der Schweinegrippe eigentlich alles mitbekommen damals, habe das gut beobachtet, auch weil ich sehr interessiert war. Es gab eine Empfehlung für Schwangere und eine gute Freundin von mir war schwanger zu dem Zeitpunkt. Wir haben uns sehr viel darüber unterhalten, was da damals gelaufen ist. Und ich war dann eben in Nürnberg mit mit einer FFP2-Maske und Desinfektionsmittel Ende Januar auf der Spielwarenmesse, ja. Und warum? Weil sich Herr Spahn und Herr Drosten dahingesetzt haben und gesagt haben, es ist eine gewöhnliche Grippe, da passiert nichts, die Arztpraxen werden ein bisschen überlaufen sein. Und das war dann für mich das Alarmzeichen in die andere Richtung, um ganz ehrlich zu sein. Da habe ich dann gedacht, okay, die Chinesen machen da richtig einen auf Lockdown und schließen ihr Technologiezentrum Wuhan, was ein wichtiges Entwicklungszentrum ist in China. Ja. Und am 15. März dann, als die ersten Daten da waren und mal gesehen hat, wer da wirklich gefährdet ist, also die Älteren, die Risikogruppen, Menschen, die im Allgemeinen ohnehin auch gefährdeter sind. Da wusste ich schon Bescheid und da habe ich dann einen Facebook-Beitrag bei mir gemacht, weil ich habe gespürt, jetzt werden bei mir rote Linien überschritten. Und da habe ich einen Facebook-Beitrag gemacht, so nach dem Motto, jetzt startet die größte Umverteilungsaktion von unten nach oben, die Welt je gesehen hat, und habe dann auch gleich Ärger bekommen deswegen, weil ich bin natürlich etwas exponiert gewesen in der Kleinstadt als Fotograf, der da in der vorderen Reihe steht, und habe das gleich schwer kritisiert, diesen Lockdown, habe von vornherein gesagt, dass das definitiv mehr Schäden auf Dauer verursachen wird, als es Leben rettet, als es Lebensjahre rettet vor allem. Und habe mich da öffentlich positioniert, bin da in Coburg vielleicht auch ein bisschen bekannter gewesen. Wie gesagt, ich habe da auch die politischen Veranstaltungen fotografiert, habe auch teilweise ein bisschen mal politisch geschrieben, aber wie gesagt, vor allem Sport etc. Und aber habe eben die Maskenpflicht für Kinder, da bin ich wirklich, habe ich gesagt, was soll das, die können da eh nicht richtig mit umgehen mit diesen Dingern und bringt überhaupt nichts. Und dann habe ich die Maskenpflicht draußen kritisiert, weil ich auch gesagt habe, was soll das draußen, also noch bevor die Aerosolfascher kamen und so weiter. Und bin da eben heftigst angegangen worden von Stadträten, von Landtagsabgeordneten, von wegen, ich wäre ein Corona-Leugner, Nazi-Flüsterer. Und das also halt in Bezug auf die AfD, weil die AfD ja eben auch ein Lockdown-Kritiker der ersten Stunde war, ja.
Und ich muss aber sagen, meine Zeitung hat mich arbeiten lassen. Also ich habe auch die Corona-Demos damals geschrieben, nicht nur fotografiert, sondern und habe das auch nach bestem Wissen und Gewissen der Wahrheit verpflichtet, wie man so schön sagt, gemacht und habe da die Leute zu Wort kommen lassen, habe das transportiert, was ich dort erlebe und habe aber trotzdem gemerkt, dass ihr, ja, ich habe einen neuen Lockdown befürchtet, spätestens seit August dann letzten Jahres. Als ich gesehen habe, dass sie die Testzahlen nochmal verdoppelt und verdreifacht haben oder verdoppelt zumindest im August letzten Jahres und da habe ich das wahrgenommen und ich habe gemerkt, dass ich das es immer schwieriger wird, da irgendwie noch zu opponieren, als zu sagen, ich bin gegen die Maßnahmen, ich bin gegen Lockdowns. Und ich wusste schon damals, oder ich habe geahnt zumindest, dass es noch vielleicht um mehr geht als um Virus und Gesundheitsmaßnahmen und habe dann mir einen Kombi besorgt mit Allradantrieb. Und habe den vollgepackt mit allem, was ich zu Hause hatte, so was ich gedacht habe, was wichtig ist. Und ja, habe mein Leben zurückgelassen und bin nach Schweden. Wann war Und das? Wann bist du weg aus Deutschland? es war Ende August letzten Jahres. Okay, aber für viele, das, was du sagst, können viele nachvollziehen, aber dieser Bruch, dieser klare Bruch, dass du wirklich sagst, ich bin jetzt weg, gab es da einen akuten Anlass, irgendein Initial, was zu dir gesagt hat, so jetzt ist bei mir. Nein, das war ein Prozess. Aber ich sag mal so, ich habe noch mal gezögert. Es war Ende August, als der Spahn gesagt hat, wir machen keinen Lockdown mehr. Aber es hat einfach nicht zusammengepasst mit dem, was im Hintergrund abgelaufen ist. Also Testzahlen nach oben geschraubt bei gleicher Positivquote im letzten August. Und mir ist auch, also ich habe noch gehofft am Anfang, ja, ich habe nie dran geglaubt oder ich habe immer mit einer Wirtschaftskrise gerechnet. Ich habe auch mir ein Ausweichland gesucht, wo ich jetzt allerdings nicht hin will, weil es da eine Impfpflicht gibt. Uruguay, also ich habe mit einer schweren Wirtschaftskrise noch gerechnet. Seit 2008 eigentlich habe ich damit gerechnet, dass da noch was kommt. Aber dass es in Verbindung mit einer Pandemie geschieht, das hat mich dann etwas überrascht. Und dann war es ein Prozess ab dem Punkt, also ich bin immer verzweifelter geworden, ja, weil auch ich als Mensch, wenn man mir etwas auferlegt, was ich jetzt für mich als Blödsinn halte, wie zum Beispiel, dass ich draußen mit einer Maske rumlaufe, ja, und auch drin habe ich es also von Anfang an kritisiert, aber habe ich mir noch zumindest gedacht, okay, fürs Gefühl, was weiß ich, sicherer oder ja. Es gab ja damals auch vorher diesen Schwenk, ja, von wegen, erst waren sie schlecht, die Masken, dann waren sie gut. Für mich war das halt alles unglaubwürdig. Und ja, ich bin keiner, der sich da gerne irgendwie Vorschriften machen lässt, die keinen Sinn machen, ja. Und deswegen hat mich das auch persönlich, also persönlich rote Linien überschritten. Und nachdem ich dann wirklich mich ein halbes Jahr in jeder freien Minute in das Thema noch eingelesen habe, noch tiefer und also das erste Mal auch über die Übungen gesprochen wurde im Vorfeld der Pandemien, ja, dass es halt eben schon viele Pandemien geübt wurden und dann ein paar Puzzleteile zusammengefügt und dann war mir eben klar, das Ganze geht weiter und es geht hier nicht nur um die Gesundheit, wie man so schon sagt, sondern es geht hier um sehr viel mehr. Es geht hier am Ende auch nicht nur um Virus, sondern vielleicht um, ja, wie man jetzt so schön, jetzt darf man es ja wieder sagen, vielleicht, weil ich glaube, die eine australische Gesundheitsministerin von New South Wales hat es, glaube ich, dreimal gesagt in 2 Minuten, die New World Order. Ja, oder gab es zumindest mal ein Video, ich möchte es nicht falsch wiedergeben, oder 3 verschiedene Leute im australischen Fernsehen haben New World Order in die Hand genommen, in den Mund genommen. Und dazu solche Zitate wie von Schäuble, was auch im August war, ja, man könnte so eine Krise eben als Katalysator nutzen. Ja, ich habe gewusst, da kommt mehr und da passiert mehr. Und ich war überrascht, dass gerade Schweden diesen Sonderweg gegangen ist. Schweden war für mich jetzt
nie so ein erstes Urlaubsziel oder sonst wie, habe ich mir eigentlich nicht so gut vorstellen können, da mal hinzugehen, für längere Zeit zumindest. Aber ich habe das von Beginn an beobachtet, auch die durchaus ja, schwache Berichterstattung darüber oder einseitige, tendenziöse Berichterstattung über Schweden, und habe mir danach gedacht, ich habe lang genug als Journalist gearbeitet, ich traue mir das zu, ich besorge meinen internationalen Presseausweis und berichte von hier und versuche da ein bisschen neutraler an die Geschichte, also nicht als Aktivist, sondern als Journalist an die Sache ranzugehen. Eine Frage, Henning, du bist jetzt sozusagen im Corona-Asyl in Schweden, hast das bewusst gewählt, und wie ist denn das jetzt? Du bist jetzt da seit über einem Jahr dort. Hat sich's denn für dich gelohnt? Hast du mehr Freiräume, sowohl was dein individuelles, persönliches Leben angeht, als auch Freiräume zu arbeiten, Berichterstattung? Hat sich das gelohnt, der Schritt für dich, nach Schweden zu gehen? Vom Grundgefühl her ja. Aber ich tue im Moment eigentlich nicht viel anderes, ja, und selbst wenn ich es versuche, also wenn ich mal ein bisschen in die Natur gehe und mich abzulenken versuche oder Urlaub machen will, im Moment vereinnahmt mich das Thema völlig, und versuche da so ein bisschen eine Lücke zu schließen, ja, also ich kümmere mich jetzt nicht nur um Schweden hier, ich habe auch seit dann irgendwann im Januar angefangen, mein Facebook, Twitter und Telegram-Account zu nutzen, um eben, ich wollte ein Bindeglied sein. Ich kenne euch schon länger, ich kenne auch die alternativen Medien sehr gut alle. Ich kann deren Arbeit für mich jetzt irgendwo alles einschätzen und weiß da, würde da gerne viel mehr Leute zitieren. Aber für mich gab es ein Loch. Für Leute, die bisher diese großen Berührungsängste mit alternativen Medien hatten, für die das halt schon immer No-Go war, wollte ich, und das mache ich eben auch gerade, ich versuche so aus validen Quellen, die man halt Mainstream-Quellen, Leitmedien etc., die Fundstücke zusammenzusuchen. Und die gute Berichterstattung, die man im Feuilleton oder Gastbeiträge etc. pp. Ja, dass halt nicht gleich diese Distanz zu den Quellen da ist. Und ich glaube, so vom Feedback her, das ich so bekommen habe, läuft das ganz gut. Und ich kriege genau die Leute zu mir hingeschickt, die da eben ja vielleicht gerade ein Grummeln im Bauch kriegen und sagen, am Ende läuft hier doch irgendwas nicht ganz richtig. Und naja, ich bin ziemlich fit, was Schweden angeht, und versuche mich auch auf dem Laufenden zu halten. Skandinavien noch ein bisschen mehr als Westeuropa, aber schaue auch nach Europa, schaue international nach Amerika, USA etc. Versuche halt wirklich, möglichst allumfassend informiert zu sein. Auch Studienlage, was sich ändert, Therapie, die Impfungen etc. pp. Und da kann man ja den ganzen Tag, wenn man will, 24 Stunden, wenn man nicht schlafen kann. Und leider bin auch ein bisschen dicker geworden und so. Also es ist ein ganz, so. Ganz andere 18 Monate. Und es fühlt sich gut an, draußen zu sein. Es fühlt sich gut an, Menschen zu sehen, die lächeln. Es fühlt sich gut an, Kinder unbeschwert ihren Alltag erleben zu sehen. Ganz normal in der Schule miteinander spielen, sich anfassen, keine Masken. Das ist einfach, ich bin froh, dass ich dieses Drama in Coburg, was mich schon damals bedrückt hat, nicht miterleben zu müssen. Aber dass ich jetzt hier die Freiheit so super genießen kann, ist leider auch nicht so. Ich bin gerade mal auf deiner Facebook-Seite unterwegs. Und da bist du ja recht aktiv. Ich bin jetzt schon ziemlich weit unten und habe viele gute Netzfundstücke, wie du es gerade beschrieben hast, dass du eben auch eben die Stilblüten aus den Massenmedien ja auch im Prinzip aufzeigst und gar nicht großartig abhandelst, sondern einfach nur zeigst und kurz kommentierst. Und jetzt bin ich hier ganz unten und sehe, das war vor 9 Stunden, hast du das gepostet. Ja, also du bist sehr aktiv bei Facebook. Und ich werde den Link auf jeden Fall mit hier in die Videobeschreibung packen, weil du hast da wirklich viele schöne Sachen gefunden. Ja? Also alleine, was du da heute alles gepostet hast, ja, in Wien wird nun im Bordell geimpft mit Puffgutschein. Ja? Tatsächlich eine Meldung aus Österreich.
Hat das nicht jemand vorher schon gesagt als Witz? Das war doch irgendwie so nach Motto, das war doch irgendwann mal, hat jemand gesagt, und irgendwann dürfen sie dann umsonst in den Puff gehen und genauso ist es jetzt, oder? So. Also die Verzweiflung scheint wohl sehr hoch zu sein. Ja. Ja. Oder die sächsische Gemeinde mit 115% Wahlbeteiligung, ja, aus der Morgenpost. Hast du da ebenso drauf, wie auch immer mal so gegenübergestellte Posts von zum Beispiel Karl Lauterbach, ja, der da eben am 5. Mai diesen Jahres schreibt, ja, das ist jetzt die dritte, letzte große Welle, ja, und jetzt aber am 5. Oktober eben jetzt von der vierten Welle als die letzte große Welle erzählt. Oder auch sehr gut zwei gegenübergestellte Beiträge, einer vom Bayerischen Rundfunk, der andere von der Welt, ja, fast am selben Tag, am 5. und am 4.10. schreiben die, ja. Zuerst schreibt die Welt: Absturz auf 4.815 Impfungen, Deutschlands Impfkampagne implodiert, ja. Und gleichzeitig schreibt der Bayerische Rundfunk: Umfrage, Corona-Impfbereitschaft in Deutschland so hoch wie nie. Ja, Also das zeigst du hier wirklich sehr, sehr schön auf. Ja, ja, genau. Und also es ist klar, ich versuche gegen die Glaubwürdigkeit der Mainstream-Medien zu arbeiten, weil sie halt einfach auch nicht mehr glaubwürdig sind, weil sie einseitig sind. Und das versuche ich aufzuzeigen und da eben Zweifel zu streuen, ganz ehrlich, ja. Und ja, weil ich einfach was am Horizont sehe, dunkle Wolken. Ich glaube, ich fühle mich auch nicht sehr sicher in Schweden, um ganz ehrlich zu sein. Da können wir ja vielleicht noch drauf kommen. Aber ich sehe dunkle Wolken am Horizont gerade jetzt. Ein System, was ich für mich als Person überhaupt nicht will, weil ich schon immer ein Freidenker war, ohne Berührungsängste, ja, auch bei Nur Wieso schon mal vorbeigeschaut hatte und sich immer von vielen Menschen verschiedene Meinungen angehört hat. George Carlin hat da irgendwie so einen super Spruch: Don't teach your children only to read. Also ich sage es gleich auf Deutsch, sagt euren Kindern nicht nur, dass sie nur lesen sollen, sagt ihnen, dass sie gucken sollen, was sie lesen und dass sie vor allem in Frage stellen sollen, was sie lesen. Und ich bin einer, der schon, ja, ich will nicht sagen schon immer, aber der eben einen Weg hatte, der zum Fragensteller geworden ist, zum Hinterfrager. Ja, und was da jetzt aufgebaut wird, ist totalitär, es wird hier zensiert, so schlimm, wie es in meiner Lebenszeit, glaube ich, noch nicht stattgefunden hat im Westen Deutschlands. Es, auch wenn man das angeblich outgesourced hat jetzt, ja, an Big Tech, aber letzten Endes weiß man doch, dass es ein Zusammenspiel ist. Das hat ja auch Frau von der Leyen zum Beispiel mal ganz offen eingeräumt, dass die gesagt hat, ja, wir arbeiten mit den sozialen Plattformen zusammen. Und das ist alles eine Welt, in die sich das, glaube ich, entwickeln soll, in der ich als Person nicht wirklich reinpasse und die mich, ja, und deswegen ist mir auch jede Energie wert, die ich da im Moment reinstecke. Und natürlich, ich hatte auch ein ganz gutes Leben in Coburg, ja, und jetzt ist es durchaus schwieriger, sich dann so ein bisschen über Wasser zu halten, gerade hier in Schweden. Kein billiges Land übrigens, aber durchaus sehr schön und ich bereue nichts, weil ich weiß, wenn ich mich versucht anzupassen, könnte ich jetzt nicht mehr in den Spiegel gucken. Also wenn ich jetzt irgendwelche Grundschüler mit Maske fotografieren müsste oder wir hatten so eine tolle Bratwurstaktion auch in Coburg. Da war sogar meine Zeitung, für die ich viel gearbeitet habe, in Begriffen beteiligt und hat das mit gesponsert. Und da gute Miene zum bösen Spiel zu machen, ist, ich weiß nicht, ob ich das gepackt hätte. Du, ich habe heute einen aktuellen Artikel gefunden über Schweden. Und zwar hat Schweden, weil da kommen wir jetzt dann auch immer auch auf die Probleme, die du gesagt hast, in Schweden. Schweden war ja für uns immer so der Safe Haven, dass man also da ganz neidisch nach Schweden geschaut hat. Der schwedische Sonderweg wurde von den Massenmedien niedergeschrieben, aber der vernünftige Mensch hat erkannt, okay, da oben scheint es wohl etwas vernünftiger abzulaufen. Heute wird gemeldet, dass also Schweden mit sofortiger Wirkung, mit sofortiger Wirkung bis 1. Dezember wurden alle Impfungen ausgesetzt mit Spikevax. Das ist also der Impfstoff von Moderna und zwar für Personen, die 1991 oder später geboren sind. Grund: eine Häufung von Fällen von Myokarditis in zeitlicher Nähe zur Impfung. Und
in dem Artikel wird es dann eben so aufgeführt, so nach dem Motto, ja okay, man hat das verboten, aber hat dann eine andere mRNA-Impfung vorgeschlagen. Das ist so viel, das ist also, wie steht es da drin? Aus welchem Grund die schwedische Gesundheitsbehörde den Teufel mit dem Beelzebub austreiben will, ist bislang unklar. Vielleicht ist es derzeit in Stockholm zu kalt, um rationaler gedankenfähig zu sein. Also das war ein bisschen ironisch geschrieben. Hast du das mitgekriegt? Wie schätzt du das jetzt ein? Und ist das wirklich auch so schlimm in Schweden, dass man sagt, Moment, wir müssen hier einen Riegel vorschieben? Offensichtlich gibt es hier Nebenwirkungen, die keiner vorher so auf dem Schirm hatte. Also Schweden und ich würde sogar sagen, Skandinavien, muss man, was die Gesundheitsbehörden angeht oder überhaupt jetzt auch über die Pandemie gesehen, glaube ich, etwas gesondert betrachten oder etwas als gesonderten Teil, wo Schweden nochmal eine ganz offensive oder eine Vorreiterrolle spielt, besonders ohne Lockdown. Aber auch jetzt letzten Endes in den anderen skandinavischen Ländern hat es jetzt nicht mehr so viele Maßnahmen gegeben, nachdem es anfangs Lockdowns gab. Und in Bezug auf die Meldung zu Moderna heute muss man auch sagen, dass Dänemark auch heute gleichzeitig eben allerdings nur ab 18, also bis 18 hoch, Moderna ausgesetzt hat. Und das hat zu tun mit einer Studie. Ich weiß jetzt allerdings nicht, welche skandinavischen Länder beteiligt sind. Die Studie ist noch nicht einzusehen. Ich hoffe, sie wird veröffentlicht, aber im Moment muss die wohl erstmal so eine Vorabversion an die EMA gegangen sein. Und Schweden und Dänemark müssen in Bezug auf diese Studie gehandelt haben mit Myokarditen bei Kindern. Und da verdichten sich ja mittlerweile die Hinweise, ja, dass man zumindest, also, und da ist es ja nur in Bezug auf diese eine Nebenwirkung, Myokarditis, ja, dass man bei Jungen mittlerweile, also bei männlichen Jugendlichen, dass man bei denen jetzt wirklich sich schwer überlegen sollte, nur in Bezug auf die eine Nebenwirkung Myokarditis, ob man da jetzt weiter impft, weil das schon so viele Fälle gibt. Und Myokarditis, da muss man halt wissen, erstens, es wird bei Kindern häufig übersehen, weil am Ende ist es vielleicht doch nur ein Druckgefühl im Brustbereich oder die bekommen kein Fieber, das ist ja sehr unterschiedlich. Und die drücken das einfach weg, ja. Und das andere Ding ist eben, oder überhaupt die Untererfassung auch von den ganzen Impfnebenwirkungswerts und auch bei der EMA geht man ja überall von Untererfassung aus. Und dann weiß man eben, gut, das ist jetzt für die Gesamtbevölkerung, ist nicht nur für Kinder, aber es gibt verschiedenste Studien, wo man eben weiß, dass Myokarditis in den nächsten 10 Jahren zwischen 20 bis 50% der Menschen sterben. Je nach Studie unterschiedliche Ergebnisse. Und wie man dann bei dem Risiko von Kindern, den Kindern jetzt noch den Impfstoff verabreicht, ist für mich, weiß ich nicht. Und ich bin ja da Gott sei Dank nicht der Einzige, der das so sieht. Also es gibt ja gestandene Wissenschaftler, die das ganz ähnlich sehen und gegen diese Kinderimpfung angehen. Und ja, völlig unbegreiflich, wie man da gerade diese Kinder, also man sieht ja auch an der STIKO-Empfehlung letzten Endes, die dann, wo ja scheinbar der ausschlaggebende Punkt war, der soziale Druck, der dadurch vermieden wird. Da sage ich, wo kommt der denn her, der soziale Druck? Also erschreckend und auch die anderen Daten, die im Moment kommen über die Impfung, eigentlich jede Woche. Und wenn man sich mal gewisse Entwicklungen in Ländern, die schon gut geimpft haben, anschaut, ja, es muss ja nicht nur Israel sein, kann man auch mal nach Singapur gucken oder andere Länder, wo schon viel geimpft wurde, Spanien, Portugal. Ja, das ist jetzt dieser Heilsbringer, der uns da angekündigt war. Das sollte mittlerweile jeder sehen können, dass es das nicht ist. Das heißt, wenn du jetzt hier auf andere Länder ansprichst, konkretisiere das mal. Was haben die uns an Erfahrungen schon voraus? Meinst du damit, dass sozusagen, obwohl die schon hohe Impfquoten haben und sozusagen durchgeimpft sind, wie auch immer als Gesellschaft, trotzdem das Corona-Problem immer noch da ist? Es gibt immer noch Ansteckungen, es gibt immer noch Inzidenzien. Ist es das, was du meinst, oder eher die Erfahrungen, die die haben im Sinne von
möglichen Nebenwirkungen von Impfungen, Schäden und so weiter. Konkretisier das mal, hol uns überhaupt mal ab mit dieser europäischen Perspektive. Ich meine, du bist als Deutscher in Schweden, du hast selber vorher gesagt, das ist auch so ein bisschen so deine Aufgabe, die du dir gestellt hast, auch so ein bisschen das zu vernetzen, auch was in anderen Ländern passiert. Hol uns da mal ein bisschen ab, weil ich fürchte, wir haben in den letzten Wochen ein bisschen sehr den Fokus auch auf Deutschland gehabt und ich zumindest habe das gar nicht so richtig mitbekommen, was in anderen Ländern in Europa so passiert. Hol uns da mal ab, was für Maßnahmen dort sind, was für Erfahrungen die haben, wie die Leute, die Menschen darauf reagieren. Wie geht Europa mit Corona um? Gut, schwierige Frage, aber erzähl mal ein bisschen mehr. Ja, also es gibt verschiedene Länder, jetzt nehmen wir mal Singapur oder meinetwegen auch Israel, die relativ früh, vor allem Israel, geimpft haben. Und was die Kritiker, und jetzt werden sie ja Anti-Vaxxer oder Impfgegner oder wie man es auch immer nennen will, ja schon wie Spatzen von den Dächern gepfiffen haben, war die ganze Zeit, dass man wohl wirklich schnell sehen konnte, dass die Wirksamkeit der Impfstoffe zumindest bei der Übertragung doch sehr schnell nachlässt. Und diese Daten kamen jetzt auch nach Studien in den letzten Tagen heraus, dass halt wirklich die Wirksamkeit sehr, sehr stark nachlässt. Ja, also auch jetzt ja die Begründung für die dritte Dosis in Israel, die jetzt verabreicht wird. Jetzt am Sonntag war es der Fall, da ist von einem Tag auf dem anderen sind plötzlich bei über 30% der Israelis ist der Impfpass ausgelaufen. Und dann waren sie als vorher voll immunisierte plötzlich Ungeimpfte, ohne Pass, standen wieder da wie am Anfang. Und das ist eben all dies, was die bösen Verschwörungstheoretiker schon lange angekündigt haben, sieht man jetzt in diesen Ländern, auch in Singapur zum Beispiel mit einer super hohen Impfquote um die 90%, hat einen Rekordanstieg von Fällen. Ja, ich meine, gut, man muss jetzt klar wieder auf die Krankenhäuser gucken, ja, aber das zeigt uns ja nur letzten Endes, dass dieses ganze 2G, was sie da bei uns machen, ja, totaler Schwachsinn ist. Auch heute, es gab, ihr habt das ja vielleicht mitbekommen, diesen Club in Münster, ja, wo es einen Ausbruch unter 2G gab, wo dann letzten Endes ein Viertel aller Gäste, und die haben nicht mal alle zurückverfolgt, ja, unter 2G-Bedingungen sich infiziert hat. Total irre, hätte ich nie gedacht, dass das irgendwie an einem Clubbesuch von einem, der da irgendwie knapp 100 Leute, 90 oder was sollen es am Ende, knapp 90 gewesen sein, ansteckt. Und jetzt gab es eine Meldung in St. Pauli, ging es jetzt schon wieder in dem Club, ja, 20 Leute haben sich da angesteckt unter 2G-Bedingungen. Und trotzdem wird in Deutschland dieses Ding durchgezogen, protestiert, ja, auch gegen, jetzt dürfen die in Bayern unter 3G+, also das sind dann geimpfte Genesene und PCR-Getestete dürfen jetzt in die Clubs gehen und dort tanzen und wer da geimpft oder genesen ist, der kann da auch total verrotzt rein, total verhustet, total was weiß ich, ja, und kann dort wirklich Leute anstecken, ja, weil die sind dann nicht getestet. Also es ist einfach, es passt nicht mehr zusammen und eigentlich in jeder Hinsicht, von der man auf das Ding schauen kann, ob es jetzt im Kleinen ist, im Club, dass man da sieht, 2G scheint nichts zu bringen, die Leute stecken sich an. Es gab jetzt schon zwei Ausbrüche in Altenheimen mit Impfquoten weit über 90% oder 3 oder 4, ja, es ist auch sowas, man muss da in die lokale Berichterstattung gehen, weil es eben im bundesweit gar nicht berichtet wird, sowas, ja, wenn es in einem lokalen Altenheim irgendwas passiert, wird es ja gar nicht berichtet. Oder man schaut sich Länder an, da sieht man das, dass eine hohe Impfquote noch lange nicht heißt, dass man keine Fälle mehr findet, ja, oder dass das Virus sich nicht mehr verbreitet. Es ist einfach nicht so, ja, und bei Studien ist es auch, also was wollen die Leute eigentlich noch? Manchmal ist man auch so am Verzweifeln, ja, also fragt sich, was soll man den Leuten eigentlich noch bringen? Wie ist es jetzt so in anderen Ländern in Europa? Es ist gerade, also ich meine, wir haben oft schon über Amerika gesprochen. Dort scheint es ja so zu sein, dass, wenn man so guckt, die Sportveranstaltungen, Stadien sind voll und so weiter.
geht irgendwie seinen gewohnten Gang. Aber ich meine, hier in Deutschland ist es nicht der Fall. Wie ist es denn in anderen europäischen Ländern? Sind wir in Deutschland, was Corona-Maßnahmen geht, hinterher im Aufmachen? Sind andere Länder da schon weiter? Oder sind andere Länder in Europa strenger als wir? Wie würdest du das so einordnen? Also nach einem relativ lockeren Beginn oder im Mittelfeld Deutschland, also erster Lockdown und 2020 mit einem relativ offenen Sommer, war Deutschland durchweg eigentlich mit zu den härtesten Ländern überhaupt. Ja, Deutschland hatte die längsten Schulschließungen, ich glaube, in Europa. Und ist auch jetzt über den Sommer über nicht, also war jetzt nicht das strengste Land, ja, aber es ist immer noch eher bei den dunkleren, es gibt da so einen Stringency-Index, ja. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, wie wird was umgesetzt, ja. Also wenn es eine Maskenpflicht jetzt in Kroatien gibt, ist die Frage, wie viele Kroaten gehen dann mit der Maske letzten Endes einkaufen und vor allem, wer kontrolliert es und wer fragt wen, wo und so weiter. Also da gibt es auch verschiedene Herangehensweisen, dann das Ganze zu kontrollieren. Und deswegen ist es total schwer, jetzt über ganz Europa, jedes einzelne Land da den Überblick zu behalten. Aber Portugal ist zum Beispiel da auch ein interessantes Land mit einer sehr hohen Impfquote, trotzdem Krankenhauseinweisungen auf einem relativ hohen Niveau, trotzdem die Fallzahlen auf einem relativ hohen Niveau. Und die jetzt aber trotzdem öffnen, auch weil ja, sie ihre Impfquote gar nicht mehr viel höher treiben können als wo sie jetzt sind. Ich weiß es jetzt nicht genau, wo Portugal ist, aber auch das ist wirklich sehr hohe Impfquote. Und ja, Skandinavien, Schweden mit minimalen Empfehlungen noch. Ja, wirklich hier merkt man eigentlich gar nichts mehr. Der Freedom Day hat vor einer Woche stattgefunden am Sonntag. War ja eh locker. Da können wir vielleicht drüber nochmal, ach, über eine Schweden-Bilanz kurz reden. Wie ist denn letzten Endes, wie schlimm war es denn in Schweden, dass man sich den Lockdown gespart hat und die Schulschließungen gespart hat und die Masken eigentlich auch gespart hat, weil es gab keine Maskenpflicht. Es gab nur eine Empfehlung zu gewissen Zeiten an gewissen Orten. Ja, also es ist sehr, sehr unterschiedlich, was in Europa gerade läuft, was Europa eigentlich gemeinsam hat. Und da können wir reden von Slowenien über, wo machen wir weiter, Litauen, Frankreich, ganz viele, 200 Städte seit 12 Wochen. Jeden Samstagabend in 120 italienischen Städten überall Demos, große Demos, wirklich teilweise in Bern, ja, jeden Donnerstag, verboten, auch teilweise in der Schweiz Demos, ja, trotzdem die Leute auf die Straße gegangen. Zuletzt dann Tränengas, Wasserwerfer, auch solche Szenen gibt es auch aus Frankreich natürlich, aus Italien, große Demos auch gerade im Moment in Barcelona, die das teilweise wieder für die Unabhängigkeit, aber die das teilweise auch mit Corona verbinden, hört man. Henning, du, Henning, eine kurze Worüber halt Zwischenfrage. auch kaum berichtet wird. Also das ist auch wieder so Katastrophe, ja, weil es gehen so viele Menschen auf die Straße. Also am Anfang waren es in Frankreich sicher Hunderttausende, sind es jetzt auch noch, aber halt, also sagen wir mal 500.000 vielleicht sogar am Anfang gewesen, die da in ganz Frankreich, in allen Städten zusammen auf der Straße waren und keine Berichterstattung. Es ist also wirklich Henning, wie ganz erklärst du dir traurig. das? Weil ich erinnere mich an den 1. August 2020. Ich war da persönlich in Berlin. Wir haben das mitgekriegt. Wir waren sogar an der Bühne, auf der Bühne, als da auf der Straße 17. Juni zum ersten Mal sich so eine riesige Protestkultur gezeigt hat. Und da habe ich echt gedacht, so, boah, jetzt ist der Damm gebrochen. Dann gab es nochmal eine große Demo am 29. Und seitdem ist eigentlich eine riesige Kampagne gefahren worden in Deutschland, dass die ganze Querdenker-Szene mehr oder weniger intern zerrissen ist und auch medial komplett platt gemacht worden ist. Und ich beobachte, dass also in anderen europäischen Ländern viel mehr
viel öfter, so wie du auch beschrieben hast, da jetzt massiv gegen diese Maßnahmen vorgegangen wird. Kannst du das, das ist bei mir im Kopf ein Widerspruch, ich verstehe das nicht, dass wir eigentlich so weit voraus waren am Anfang und dann aber jetzt einen Schwanz eingezogen haben und mehr oder weniger diese ganze Protestkultur auf kleinere Einzelevents sich beschränkt und in anderen Ländern das wirklich explodiert, mehr oder weniger. Wie ist das passiert? Ich glaube, man muss da jedes Land sehr individuell sehen. Und Deutschland ist, glaube ich, sehr vorbereitet in diese Krise gegangen. Ja, auch die Gerichte spielen ja dabei dann auch eine Rolle. Es ging ja um Verbote und Auflagen etc. pp. Und nehmen wir mal Spanien. Da gibt es jetzt auch sehr wenig Maßnahmen momentan bei trotzdem relativ hoher Inzidenz. Und wer hat es dort eingebremst? Die Gerichte. Ja, also dort haben wirklich die Gerichte aufgeräumt, haben gesagt, hier, das war rechtswidrig, das war rechtswidrig. Da sitzt halt kein ehemaliger Bundestagsabgeordneter einer Regierungspartei auf dem Posten des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Ja. Wie gesagt, da muss man wirklich, auch Schweden mit der Verfassung ist was ganz Spezielles hier, was hier läuft. Auch hier muss man die Behörden völlig getrennt von der Politik sehen. Ja, und das ist was Gewachsenes, 400 Jahre alt. Da war der König Gustav Adolf, der für die Protestanten in Deutschland aufgeräumt hat. Und sein Statthalter hier hat dafür gesorgt, dass diese Gesundheitsbehörden so unabhängig sind. Und so ist es, oder in Frankreich hat diese Protest, ja, das ist ja was zu dem Land gehört. Auch Italien war immer bekannt als Demoland, ja, und verbietet denen doch, auf die Straße zu gehen. Die würden sich das nicht verbieten lassen. Und in Deutschland hat es eben, denke ich mal, schon viele Leute abgehalten. Also in Deutschland ist es halt ganz auch besonders einfach mit diesem Rechts. Ja, du bist jetzt rechts, weil du Querdenker, weil du gegen Maßnahmen bist, weil du oder gleich Rechtsextremist oder noch schlimmer wirst ja auch Nazi, so wie ich Nazi-Flüsterer genannt. Ja, da triggerst du ja bei vielen Deutschen was, die durchs deutsche Schulsystem gegangen sind und die 20 Mal im Jahr immer noch daran erinnert werden, was zwei Generationen vorher geschehen ist. Ich will das jetzt gar nicht so, die Deutschen dafür verurteilen, aber ich kann mir das gut erklären, ja, dass da diese Urängste, die man da vielleicht eingepflanzt hat, vielleicht sogar ein bisschen da hochkommen. Und das hat dann, glaube ich, da letztes Jahr in Berlin schon Demonstranten gekostet, die dann deswegen nicht gekommen sind, weil das alles als rechts galt und Verschwörungstheorie ist ja auch ganz besonders böse. Und weil da kommt ja auch immer gleich, so wird ja geframed, kommt ja gleich der Antisemitismus gleich noch mit rein, ja, was auch immer dieser Virus mit Antisemitismus zu tun haben mag. Aber und da ist Deutschland, glaube ich, ein ganz spezieller Fall und eben auch so von den Strukturen her sehr einfach gewesen, das irgendwie da noch durchzudrücken, weil was hier läuft, hat mit Demokratie aus meiner Sicht ja nicht mehr viel zu tun. Also die Versammlungsfreiheit ist ein Menschenrecht und man weiß mittlerweile von den Aerosolforschern, dass die Auflagen, an die sich die Querdenker angeblich nicht gehalten haben, eigentlich draußen keine Rolle spielen. Und wenn man jetzt heute so pre-crime-mäßig diese Demonstrationen verbietet, weil man sagt, die halten sich ja wahrscheinlich nicht an die Auflagen, weil irgendwer hat sich, also so hätten wir alle 1. Mai-Demos auch in Deutschland verbieten können seit der ersten, weil man hätte gesagt, letztes Jahr habt ihr mit Steinen geworfen und dann dürft ihr dieses Jahr auch nicht mehr demonstrieren. Also
Ja, und vor allem die anderen Demos wurden ja nicht verboten. Das ist ja das Fridays for Future oder Black Lives Matter oder jetzt dann vor kurzem dann vor dem Bundestag, ja, war wieder Fridays for Future, da waren auch 40.000 mehr oder weniger ein bisschen maskiert vor der Bühne gestanden. Es ist die Hybris, die die Leute halt dann kritisieren, weil sie sagen, wenn Massenevent, dann alle Massenevents, ja, aber nicht so diese Zweiklassengesellschaft. Also ich verstehe deinen Gedanken sehr gut. Aber Frank, du hattest vorhin gerade einen Gedanken auf den Lippen, das weiß ich noch. Ja, also ich wollte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch noch was ergänzen, weil vor uns eben die Frage aufgeworfen wurde, dass sich eben die eine oder andere Warnung der Verschwörungstheoretiker ja mittlerweile bewahrheitet hatte und hat. Und ganz aktuell zum Beispiel gibt es ja die Tatsache, dass die Kinderkliniken voll sind. Und da ist es eben auch so, dass da auch eine Warnung, die schon vor einem Jahr ausgesprochen wurde, es sich jetzt eben bewahrheitet hat, nämlich dass unser aller Immunsystem darunter geleidet hat, gelitten hat durch diese Lockdown-Maßnahmen. Und insbesondere eben durch diese Kita-Schließungen es sich ganz viele Kinder eben dieser Immunisierung im letzten Frühjahr, letzten Winter, waren die denen nicht ausgesetzt. Und das fehlt halt jetzt. Und das kommt halt jetzt viel früher. Ja, weswegen die Grippewelle in dieser Saison wahrscheinlich viel stärker ausfallen wird. Das ist eine logische Folge daraus. Und was machen unsere Medien gleich wieder draus? Eine Twindemie. Ja, Corona und Grippe. Ja, die Twindemic. Ja, jetzt kommen gleich zwei Wellen von zwei Richtungen und so weiter. Obwohl das ja gar keine Pandemie ist. Ja. Es ist einfach nur eine Grippewelle. Aber das wollte ich halt an der Stelle mal noch ergänzen, dass eben diese Behauptung, ja, der Schwurbler und Querdenker, dass das eben Immunsystem nachhaltig negativ beeinträchtigt, die hat sich jetzt eben bewahrheitet. Und ganz nebenbei hat der Spiegel, als er darüber berichtet hat, mal noch erwähnt, dass die Statistiken im RKI gar nicht stimmen. Ja? Denn es gibt tatsächlich kein einzigen Todesfall unter, ich will es nicht falsch sagen, 19 Jahren in Deutschland, obwohl im RKI 15 Fälle geführt werden, die aber eben alle mit Corona, wenn man eben genauer hinschaut, ja, ist mittlerweile auch bekannt. Aber in dem Moment, wo das eben immer verkündet wird, jetzt sterben auch Kinder. Ja, jetzt sind unsere Kinder in Gefahr. Ich weiß noch, was da immer mit den Kindern auch an Angst assoziiert wird. Ja, auch wenn Corona nicht so schlimm wird, aber Long Covid, ja, das ist ganz schlimm. Oder du hast auch, glaube ich, auf deiner Facebook-Seite ein neues Long Covid-Syndrom. Ja, das Restless-Anal-Syndrom gibt's jetzt, ja. Also man hat das Gefühl, jede Woche muss Covid für irgendeine neue Krankheit herhalten. Das ist dann halt alles, wenn du irgendwas hast, ja, dann heißt, hattest du mal Corona? Ja, dann ist das eine Spätfolge davon. Man hat das Gefühl, es gibt keine anderen Krankheiten mehr außer Corona und Spätfolgen von Corona. Also Restless-Anal-Syndrom. nach Hoden-Covid kommt jetzt Arsch-Covid. Ich fasse es nicht, Und das echt. ist keine Fake News, also es ist Ja. ernst gemeint, ja. Ja, da können wir jetzt eigentlich auf Schweden kommen, weil das war hier der große Unterschied. Man hat, und das hat auch Tegnell, also der Staatsepidemiologe Tegnell und auch sein Chef, der Carlsson, das haben die immer wieder betont. Lockdowns haben auch Nebeneffekte, haben auch verursachen Kollateralschäden. Und Schulschließungen verursachen Kollateralschäden. Und da gibt es etwas, was eigentlich bis 2019, 2020 gang und gäbe war. Kennt man auch aus der Politik oder aus Gerichtsentscheidungen, Güterabwägung, heißt es eben im Gesundheitsjargon Gesundheitsfolgenabwägung. Und das ist eben das, was in Schweden von Beginn an stattgefunden hat. Ja, also man hat geguckt, was passiert, wenn wir jetzt die Schulen offen lassen? Wie viele Kinder gefährden wir dadurch? Wie gefährdet sind die Lehrer? Man hat es wirklich auch beobachtet. Schweden hat ziemlich schnell eine Studie rausgebracht, wo man wirklich gesehen hat, dass Lehrer trotz der offenen Schulen nicht eher leicht weniger betroffen gewesen sind als andere Berufsgruppen.
ja, die eben auch draußen interagieren, arbeiten mussten, jetzt nicht verglichen mit Homeoffice-Berufsgruppen. Und man hat auch sehr schnell gesehen, also es sind, glaube ich, Kinder, ganz wenige an einer Hand abzuzählen, in Deutschland an Covid angeblich gestorben. Aber wenn man das eben mit Grippe vergleicht, ja, um die Kirche im Dorf zu lassen eben und also man muss ja irgendwo, um was einordnen zu können, auch vergleichen. Und die Grippe war schon immer viel gefährlicher für Kinder. Ja, also die Grippe-Influenza sind viel mehr Kinder gestorben in Schweden, sowohl in Schweden als auch in Deutschland in früheren Jahren. Und ja, und das hat man von Beginn an hier gemacht. Und da gibt es noch so einen berühmten Satz von Tegnell, so eine Pandemie ist ein Marathon und kein 100-Meter-Sprint und die Leute müssen es auch durchhalten können. Anders Tegnell ist der Gesundheitsminister, gell? Der Staatsepidemiologe. Okay, also das ist okay. Ein richtiger Epidemiologe. Mhm. Und ja, da vielleicht auch noch mal kurz erklärt, diese Gesundheitsbehörden sind seit dieser Politik von damals wirklich nahezu völlig unabhängig in Schweden. Also das ist wirklich was Besonderes. Auch die Personalpolitik hier, ja, die wird aus den Behörden herausgemacht. Da ist wirklich kaum Zugriffsmöglichkeiten durch die Politik und die haben dadurch, also die sind schon in Absprache die ganze Zeit mit der Regierung, arbeiten die schon zusammen und der Löfven hat auch einige Alleingänge dann veranstaltet, also der schwedische Premierminister hat auch einige Alleingänge dann veranstaltet, also die Politik dann vor der zweiten Welle im letzten Herbst, also so jetzt vor einem Jahr, hat dann der doch mal zum Beispiel hat er erlassen, eigentlich ein Demonstrationsverbot in Schweden, indem er gesagt hat, draußen oder in der Öffentlichkeit dürfen sich nur noch 8 Leute treffen. Und da ist dann der Tegnell gefragt worden, was es denn für einen epidemiologischen Hintergrund hat und warum das denn so, was denn das soll. Und da hat der Tegnell gesagt, ja, da müssen Sie den Herrn Löffel fragen, das hat mit uns nichts zu tun. Also da hat man durchaus gesehen, da gab es auch Reibungspunkte bei denen, auch Kritik untereinander. Und ich glaube, die hatte das Gefühl die ganze Zeit, die Regierung hätte gerne mehr gemacht. Aber, und das sieht man eben auch, also der Tegnell mit, Tegnell ist sozusagen das Aushängeschild Schwedens. Da gibt es Leute, die machen sich T-Shirts mit dem, einige Schweden haben ihn sich tätowieren lassen. Da gibt es, ja, Altäre hier in Schweden, wirklich Kunstwerke in jeder Hinsicht, 3D modelliert, was weiß ich. Also er hat große Fans, er hat aber auch große Gegner, muss man dazu sagen, ja. Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Macht nichts. Ja, also diese Behörden und die Politik, das muss man wirklich in zwei Töpfe sehen. Ja, Löffel hat, glaube ich, der tritt ja jetzt auch zurück im November. Der Löffel hat seinen Rücktritt bekannt gegeben, wird jetzt ein neuer Parteivorsitzender der Sozialdemokraten gewählt in Schweden. Und der wird dann dem Parlament vorgeschlagen oder die wird dann, wahrscheinlich wird es nicht die, dann dem Parlament vorgeschlagen als neue Ministerpräsidentin, die dann das Parlament zu bestätigen hat. Das soll im November stattfinden. Der Löffel ist zurückgetreten. Und die schwedische Bevölkerung hatte zum Beispiel, worauf ich hinaus wollte, 30% nur Zustimmung zu Löffeln zuletzt, so 20, 30, 35%. Und die Zustimmungswerte von Tegnell waren auch in schlimmsten Pandemiezeiten nie unter 50%, immer so 55, 60. Und wenn es gut gelaufen ist, so wie es gerade auch eigentlich sehr gut läuft in Schweden, wenn man sich 2021 anschaut, hat halt Zustimmungswerte bis zu 70%, ja, und so wird es halt völlig unterschiedlich wahrgenommen, ja, also das ist nicht wie in Deutschland, RKI, PEI, ist ja alles dem Gesundheitsministerium unterstellt und ist ja praktisch eine Sprache, die da zu uns kommt und hier ist da durchaus mehr Auseinandersetzung, was dem Ganzen, glaube ich, sehr gut getan hat.
Kannst du denn Schwedisch mittlerweile? Bist du der Sprache mit einem bisschen mächtig? Schwierig, schwierig. Also über Also Englisch. ich muss sagen, ich kann Schwedisch lesen ein bisschen oder mittlerweile ich verstehe, um was es geht in den Texten. Ich finde heraus, ob der mich interessiert oder nicht, der Text und die Agenda durch einen Okay, Übersetzer. ja, richtig, ja. Und sprechen ist schwierig, weil die haben sehr blöde, also sehr gewöhnungsbedürftige Betonung für den Deutschen. Und ich spreche alles so gut Englisch, dass ich deswegen, ja, Ja, leider. kein Problem. Ey, und 14 Monate ist nicht viel für so eine Sprache, weißt du? Also da musst du dich nicht Ja, rechtfertigen es ist dürfen. schwer, ist es nicht. Wenn es oben auf der Liste stehen würde, ja, ich habe schon gesagt, ich müsste mehr sprechen, ja. Und das, aber nee, leider nicht. Ja, und da kommen wir auch so ein bisschen zur Bilanz Schwedens. Ja, am Anfang ist sehr viel schiefgelaufen hier und da war Schweden auch wirklich unter den Top 3, glaube ich, in Europa, was die Todeszahlen pro Million Einwohner angeht, zu Beginn. Und da möchte ich mal ein paar Sachen sagen, die eigentlich nie in deutschen Medien ja, groß breit getreten wurden. Schweden hatte zum einen 2019 ein Rekorduntersterblichkeitsjahr. Und das muss man mit einbeziehen, weil wenn in so einem Jahr, man geht ja immer davon aus, oder so und so viel Prozent jeder Altersgruppe stirbt in einem Jahr. Das kann man ja gucken, Durchschnitt der Vorjahre, ja. Und 2019 hatte Schweden also Rekorduntersterblichkeit. Und dadurch haben natürlich viele vulnerable Menschen mit vielen Vorerkrankungen hochbetagt überlebt. Es gab keine Grippewelle, es gab keine Hitzewelle und sind mit ins Jahr 2020 gekommen und waren dann natürlich Okay. dran, Die hat's ja. dann dahin gerafft, ja. Das nennt sich, da gibt es auch einen epidemiologischen Begriff dafür, das nennt sich Dry Tinder-Effekt. Dann, was Schweden wirklich reingerissen hat, was ganz besonders problematisch war, man hat im Moment, am Anfang in Schweden vor allem Italien im Blick gehabt, dass die Schweden, die aus Italien ins Land kommen, dass die getestet werden. Und Schweden hatte, weiß Gott, in dieser Ischgl-Woche Winterferien, zumindest Stockholm. Und von Stockholm ist es in die Berge, in die schwedischen Berge, mit dem Auto weiter als zum Flughafen Arlanda und dann in die österreichischen Alpen. Und genau in dieser Ischgl-Woche hatte Schweden Ferien und der Tegnell hat aber in der Zeit nur Italien-Rückkehrer, Reiserückkehrer getestet. Das heißt, diese ganzen Ischgl-Leute sind nach Schweden zurückgekommen und haben das Virus verbreitet. Und dann, was total schiefgelaufen ist, und da war gerade Stockholm auch ein Kandidat dafür, wo es auch wirklich reingehauen hat, weil da hat es die meisten Menschen am Anfang erwischt, in den Altenheimen in Stockholm. Die sind in der Privatisierung weiter fortgeschritten als anderswo, die Altenheime. Und dort gab es eben sozusagen Tagelöhner, ja, um es jetzt mal böse zu sagen, die in verschiedenen Heimen arbeiten, die keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall haben, ja, und dann von Heim zu Heim gehen. Und wenn die dann eben krank werden und wissen, sie kriegen keine Kohle, Okay, verstehe. dann tragen sie es eben wirklich auch von Heim zu Heim. Und der Tegnell hatte das am Anfang gleich verboten, hatte da wirklich Auflagen, hatte Auflagen für die Altenheime gemacht, was aber dann dort nicht umgesetzt wurde aus finanziellen Gründen oder weil es nicht ging, keine Ahnung. Es gab dann einen Untersuchungsausschuss in Schweden, parlamentarischen Untersuchungsausschuss, sowas gibt es auch noch. Und da wurde dann, erstes Ergebnis gibt es da schon, das wurde bekannt gegeben, als man vielleicht gehört hat, vielleicht habt ihr das auch gehört, dass der König hier in Schweden gesagt hat, dass Schweden gescheitert ist. Aber das war eben in Bezug auf den ersten Bericht zum Untersuchungsausschuss und der da eben besagte, dass die Regierung Löfven und Vorgängerregierungen eben bei der Privatisierung und bei der Kontrolle dieser schwedischen Pflegeeinrichtungen völlig versagt haben. Und das Lustige ist ja, dass es ein paar Jahre vorher gab es schon mal so eine Untersuchung, genau das gleiche Thema, wie läuft es in den Heimen, genau das gleiche Ergebnis. Also die Sozialdemokraten, zu denen der Löffel gehört, da ein völliges Versagen letzten Endes. Wobei das jetzt nicht nur an denen liegt. In Schweden ist es auch, wir haben ja eine Minderheitenregierung seit Jahren traditionell und
da ist es auch ein bisschen anders, kann man jetzt nicht nur einem in die Schuhe schieben, das Ganze. Aber ja, das waren eben drei Faktoren, die dazu geführt haben, dass in Schweden wirklich oder gerade in Stockholm am Anfang sehr viele Menschen gestorben sind, was heute noch die Statistik eben nicht so gut erscheinen lässt. Wobei Schweden mittlerweile im EU-Vergleich, im EU-Schnitt, unter EU-Schnitt ist. Das sind ganz viele Länder oben drüber, die mit Lockdowns gearbeitet haben, mit Schulschließungen etc. pp. Und Schweden ist auch, und vor allem, wenn man die Gesamtsterblichkeit, das ist halt nie in Deutschland besprochen worden, darüber wird ja sowieso ungern geredet, weil man ja wenig bis keine Übersterblichkeit in Deutschland hatte 2020. Wenn man die Übersterblichkeit in Schweden anschaut, wird es eben interessant. Da muss man wieder mit einbeziehen, die Leute, die 2019 nicht gestorben sind und dann 2020 sterben, landen natürlich auch in der Übersterblichkeit 2020. Und die Übersterblichkeit 2020 jetzt im europäischen Vergleich, da gehört Schweden, egal, also es gibt viele Studien mittlerweile. Da gab es sogar eine von der Universität Oxford, Center of Evidence-Based Medicine. Die haben für Schweden 2020 eine Übersterblichkeit von 1,5% berechnet und für Deutschland 3,3%. Das heißt, dass in Deutschland mehr Menschen gestorben sind, also mehr als 3,3% mehr als zu erwarten gewesen wären in Deutschland gestorben, 1,5% als Schweden. Und in jeder Berechnung, in jeder Studie, die es in diesen Vergleichen gibt, ist Schweden im hinteren Drittel, was die Übersterblichkeit, ob das jetzt 2020 ist oder vor allem während der Pandemie. Und wenn man da jetzt mal aktuell hinschaut, und da wird es irre, angeblich sind in Schweden seit 1.1.2021 5.000 Menschen ungefähr noch an und mit Corona verstorben. Also die wurden da gezählt. Wir sind aber trotz dieser angeblichen 5.000 Corona-Toten momentan bei 5,6% Untersterblichkeit in Schweden für 2021 im Kalenderwochenvergleich bis Kalenderwoche 33/34. Das heißt also, diese 5.000 angeblichen Corona-Toten sind nicht nur nicht abgebildet, weil dann hätten wir ja Übersterblichkeit, sondern wenn die jetzt auch noch nicht gestorben wären 2021, dann Schweden ist jetzt schon über dem Rekordniveau von 2019, also hat jetzt schon eine höhere Untersterblichkeit als 2019. Ja, der Rekord ist in Gefahr von 2019, was schon ein Rekord war der letzten zig Jahre. Ja, und wenn die jetzt auch noch nicht gestorben wären, dann wäre das statistisch nicht mehr erklärbar praktisch. Ja, wenn diese 5.000 Corona-Toten, die es angeblich noch gegeben hat. Ja, und deswegen ist eben es passiert auch das, was Tegnell eben von Anfang an angekündigt hatte. Es relativiert sich nach hinten raus. Ja, er hat gesagt, es werden am Ende ungefähr in allen Ländern, die gleichen Voraussetzungen hatten, die gleiche Anzahl an Menschen gestorben sein. Und ja, Schweden fällt immer mehr zurück. Also wenn man Schweden jetzt als Bundesland, mal als deutsches Bundesland im hohen Norden sehen würde, da wären sie jetzt auf Platz 5 hinter Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt etc., die eben die höchsten Todesquoten in Deutschland zu verzeichnen haben. Und vielleicht auch ganz interessant, so die Einwände, die dann immer kommen. Ich weiß, Long-Covid gab es sehr, sehr viele Fälle in Schweden, man hat sehr viele Fälle gefunden, man hat nämlich auch größtenteils doppelt und dreifach so viel getestet, nochmal wie in Deutschland. Aber die Zahl der Krankentage ist ganz normal, wie die Statistik auch sich vorher entwickelt hatte, während der Pandemie gefallen im Vergleich zum Vorjahr um 4,8%, auch nochmal gefallen. Ja, also weniger Krankentage während der Pandemie in Schweden. Und was dann natürlich auch noch immer kommt, ist die Bevölkerungsdichte. Also die Bevölkerungsdichte war noch, also wenn man jetzt Länder vergleicht, ja, und man sagt ja, Schweden ist so groß und leben so wenige Menschen. Und das stimmt natürlich, ja. Aber die Schweden haben sich jetzt nicht so verteilt pro Kilometer, dass da jeder immer mal einen Platz gelassen hat, sondern eben Richtung Polarkreis hoch,
leben kaum Schweden und es gibt drei große Metropolregionen, Malmö, Göteborg, Stockholm. Und Urbanisierungsgrad, was die epidemiologische Kennziffer war, bisher ist Schweden bei 87%, Deutschland bei 77%. Und dann gibt es eben noch eine neue Studie, die eine neue Kennziffer da rausgefunden hat, Population Weighted Density. Das heißt, wie nah lebt der durchschnittliche Mensch an den anderen? Ja, und da ist eben auch Schweden viel dichter besiedelt als Deutschland, wo sich das doch mehr aufs Land verteilt. Also Schweden ist in vielerlei Hinsicht gut vergleichbar mit Deutschland, auch in der Einwanderungsquote, die da eine Rolle spielt. Das ist vielleicht auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich noch erzählen möchte. Schweden und Deutschland haben ähnliche Einwanderungsquoten. Und es kam in Schweden auf, dass Tegnell im Winter, es war ungefähr zeitgleich in Deutschland, kurz nach Deutschland kam das Thema in Schweden auf, dass viele Migranten in den Intensivstationen landen, auf den Intensivstationen landen. Und er sagte dann dazu, er hätte das unterschätzt. Und es hat sich gerade in den ärmeren Vororten das Virus unter den Migranten stärker verbreitet als anderswo. Und man hat ja auch in Deutschland gehört, dass viele Migranten auf den Intensivstationen gelandet sind. Und da gibt es ja auch verschiedene Erklärungsansätze. Ja, zum einen Armut ist auch in Schweden so, ist erwiesen. Die leben eher auf engem Wohnraum zusammen, verschiedene Generationen, dadurch höhere Ansteckungsgefahr. Aber auch Vitamin D-Spiegel. Es gibt ganz eindeutige Studienlage, dass diese Migranten aus südlichen Ländern, die nach Europa eingewandert sind, alle niedrige Vitamin-D-Spiegel haben. Und das hat sich ja auch, da gab es jetzt auch vor kurzem, vor zwei, drei Tagen, eine Übersichtsstudie, eine Metastudie rausgekommen. Die haben geschrieben, man könnte, wenn man bei den Patienten den Vitamin-D-Spiegel auf einen Bereich von 50 Nanogramm, also wirklich so im normalen Bereich heben würde, könnte man die Sterblichkeit gen Null tendieren lassen. Also habe ich auch irgendwo bei mir gepostet. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer die Universität war. Aber das ist auch eine neue Übersichtsstudie. Ist noch ein Preprint, ja, aber die haben wirklich da reingeschrieben, man könnte die Sterblichkeit gen Null, die Mortalität durch Covid gen Null tendieren lassen mit einem ordentlichen Vitamin-D-Spiegel. Und das war eben auch in Schweden so, ganz viele Menschen, ganz viele Einwanderer auf den Intensivstationen, ganz ähnlich wie in Deutschland. Man hört ja da wenig drüber und wird ja verschwiegen, aber ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Aspekt. Henning, ich bin gerade wirklich sehr erstaunt, was für ein Fachwissen du in vielen Bereichen hast, und den Satz, den du vorhin gesagt hast, dass dich dieses Thema voll einnimmt, das merkt man da richtig, dass du wie schwanger bist mit dem Thema, geht mir auch so. Du wachst mit dem Gedanken auf, du gehst mit dem Gedanken ins Bett. So haben es mir schwangere Frauen gesagt. Die haben nur noch dieses Thema, das Kind. Und so geht es mir auch, dieses vollkommene Hingabe zu diesem Thema. Eine Frage zum Schluss, wenn wir jetzt so langsam so einen Bogen finden, so wie man eigentlich, wie kommen wir raus aus dieser Sendung hier so? Was macht es mit dir? Wie gehst du damit um oder wie hältst du deine innere Balance? Und was kannst du unseren Zuschauern mitgeben, wo sich viele aus persönlicher Erfahrung her, weiß ich von vielen Gesprächen, dass die genauso gehen. Was kannst du denen mitgeben, so nach dem Motto, Leute, es ist zwar so, aber nicht dran verzweifeln. Hast du überhaupt so einen Gedanken? Kannst du sowas überhaupt formulieren? Ja, da komme ich nochmal ganz kurz zurück auf die Gesundheitsfolgenabschätzung, ja, weil es ist eben, wir sind da alle betroffen und wir haben alle unsere Sorgen mit. Ich meine, klar, es gibt noch ein paar Leute, die begütert sind und schön wohnen und sich eben voll um ihre Kinder kümmern können und so weiter, die da eben, sagen wir mal, etwas weniger betroffen sind, aber es gibt sehr viele Menschen, die diese ganze Politik und auch die Sorgen, die Ängste, die man hat, ja, ist ganz, ganz wichtig, was du da jetzt ansprichst, dass man für seine eigene Gesundheit sorgt, ja, für Ausgleich sorgt, weil sonst gehört man am Ende zu den Kollateralstäden, auf die ja nicht geachtet wird, die ja kaum beachtet werden, die ja in Deutschland eigentlich negiert werden. Und
Um das abzuschließen, da gab es, es ist eigentlich eine normale Politik, es nennt sich bei der WHO Health Impact Management, ja, dass man sagt, wenn wir politische Maßnahmen vorschreiben, müssen wir gleichzeitig gucken, was die auf der anderen Seite auch anrichten und Gesundheitsfolgenabschätzung. Und was es für mich persönlich betrifft, da bin ich keiner, der in der Position ist, da jetzt anderen großartig Tipps zu geben. Ich habe damit zu kämpfen, ja, ganz, um ganz ehrlich zu sein. Also hätte mehr Pausen gebraucht, glaube ich, in letzter Zeit. Ja, was mir immer gut tut, wenn ich mich denn mal ablenken kann. Gibt sehr viel Wald in Schweden. Das tut mir immer sehr gut, wenn ich da mal wirklich abschalten kann. Mhm. Und man muss einen Ausgleich finden, aber ich möchte doch trotzdem sagen, auch wenn wir jetzt darauf gar nicht zu sprechen gekommen sind, großartig, dass ich die Menschheit um's realistisch eigentlich auszudrücken, sich an einem Scheidepunkt befindet, ja, weil was hier passiert, passiert weltweit und man sieht ja die ganz schlimmen Bilder aus Australien, wie weit es getrieben werden kann und dass jeder doch wirklich für sich überlegen sollte, was er denn noch tun kann, um den Weg, der da gerade, die dunklen Wolken, die da gerade am Horizont aufziehen, um sich da, ja, was man eben leisten kann, sich dem entgegenzustellen. Und Aufklärung ist da mit einer der wichtigsten Dinge. Und da das eben mein Job war, habe ich das eben, ja, mache ich das gerade. Aber wie gesagt, ich habe zugenommen. Übergewicht ist einer der größten Risikofaktoren für Covid-19. Ja, nicht nur, ja. Stress ist eine Katastrophe. Also auch Angststörungen sind ein großer Risikofaktor für Covid-19. Und ich glaube eben, das sind all diese Faktoren, das müssten wir alle wissen eigentlich, die diese Zivilisationskrankheiten auch verursachen. Also nicht nur jetzt eine Vireninfektion gefährlich machen, sondern ja, und wir müssen alle irgendwie auf uns aufpassen, dass wir da das nicht aus dem Blick verlieren, weil die Welt retten können wir auch nur, wenn wir fit sind. Du erinnerst mich. Vielen Dank, Henning. Ich habe hier nebenbei so noch ein bisschen auf deiner Seite gesucht. Von allen Posts finde ich doch den am schönsten, wo jetzt die ersten Ärzte für ihre Praxis 3G fordern. Ja. Also du musst erst mal beweisen, dass du gesund bist, bevor du zum Arzt gehst. Nur Gesunde hast. In die Praxis. Ja, wenn du schon ein bisschen, also ich bin auch auf Twitter und auf Telegram habe ich einen Kanal und wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Leute habt, die noch Berührungsängste haben, also die man nicht gleich jetzt zu KenFM oder Apolut, wie er jetzt heißt, schicken kann oder was weiß ich. Ich glaube, also das hat mir ein bisschen gefehlt und da habe ich halt versucht. Du bist die Einstiegsdroge sozusagen. Genau. Aber heute habe ich auch ein Bill Gates Posting gehabt. Der Malaria-Impfstoff für Kinder wurde endlich zugelassen. Da war der seit 2015 drauf. Ja. War heute auch wieder GlaxoSmithKline, da klären heute die Champagner-Gläser. Shampost. Puh. Henning, wirklich super vielen Dank. Ich habe dir sehr interessiert zugelauscht und ich werde mir das Gespräch auf dem Fahrrad nochmal reinziehen, weil ich hier immer so am Cockpit schrauben bin. Wenn ich dann mal die Ohren frei habe von allen anderen Dingen, dann kann ich das nochmal mir reinziehen. Vielen Dank für deine Arbeit und dass du da auch wirklich klar Stellung beziehst in Bezug auf Schweden, dass da eben nicht alles so golden ist, wie es glänzt, sondern dass da eben auch gewisse Dinge im Argen liegen. Ich wünsche dir auf jeden Fall auf deinem Weg da droben viel Spaß. Geh doch mal in irgendeinem Tierheim vorbei. Vielleicht findest du da ja einen Kollegen, der mit dir durch die Wälder streift. Das kann einem auch viel Glück geben. Ich habe 3 von den kleinen Stinkern und ohne die würde ich momentan durchdrehen. Ich drehe mit denen auch durch, das ist auch klar. Aber wenn man 3 hat, die nicht folgen. Aber ohne dieses Glück von meinen Begleitern wäre ich, glaube ich, in einer ganz anderen Verfassung. War nur so ein kleiner Tipp am Rande, aber wer weiß. Auf jeden Fall, danke nochmal, alles Gute für dich und an euch Jungs sage ich auch danke fürs Zuhören. Noch berühmte letzte Worte von euch beiden. Sonntag, 21 Uhr live. Wir sind wieder live. Gruß nach Chemnitz, Gruß nach Leipzig, Gruß nach, wo sitzt du genau in Schweden? In Karlsborg gerade. Karlsborg. Also ich habe wechselnde Lokalitäten, ich war vorher in Stockholm. Okay, aber, okay. Ja. Also, toi, 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 Jungs. Danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Danke fürs Einladen. Gerne. Ja, danke dir auch. Und bis Sonntagabend live wieder Homeoffice nicht verpassen. Und bis dahin sind wir raus. Tschüss und bis dann.